So, schönen guten Abend und herzlich willkommen in die Heinrich-Böll-Stiftung. Auch die, die über Livestream uns verfolgen, herzlich willkommen zu uns. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Ich freue mich, dass unsere Gäste heute hier sind. Wir haben eine Reihe von Beiträgen und die multiperspektivisch sind, die auch vielschichtig sind, klug und inspirierend. Ich freue mich, dass ihr alle drei heute hier seid. Ferda Ataman, Nari Hammouti und Marvin Oppong, die aus verschiedenen Perspektiven zu unseren Debatten heute, nämlich von hier und doch ewig anders, referieren werden. Der heutige Abend wird von Hatice Akgün geleitet, die unsere Reihe Migration Neudenken moderiert, über die ich mich sehr freue. Vielen Dank, Hatice, nochmal und herzlich willkommen, ihr alle. Und deswegen mache ich auch an dieser Stelle Schluss, weil wir ohnehin schon viel Kluges und viel Inspirierendes heute Abend haben. Ja, herzlich willkommen. Ja, vielen herzlichen Dank, Mekonnen. Auch von mir ein herzliches Willkommen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Ja, mein Name ist Hatice Akgün und ich hatte schon die große Freude, eine Reihe aus dieser Reihe Migration Neudenken zu moderieren. Und heute geht es aber um die Frage von hier, ein Teil von Ferda Atamans Buch und doch ewig anders, die Frage, ein Teil von Marvin Opphongs Buch. Um diese Frage geht es heute hier und es ist die letzte Veranstaltung aus der Reihe. Davor haben wir übrigens gesprochen über das neue Wir, warum Migration dazugehört und was wirklich sehr spannend und lustig war, du wirst dich erinnern, skurrile Wege zum Pass. Wir haben darüber gesprochen, welche Hürden und welche Erfahrungsberichte sozusagen um die Beantragung des deutschen Passes, aber auch andersherum der Deutsche, der ein Däne geworden ist, der dänische Pass war. Das war auch sehr, sehr schön. Ja, wie gesagt, heute geht es um das Thema von hier, ewig anders. Was mir beim ersten Blick aufgefallen ist, als ich mir die, ja, die Namen, die Biografien unserer drei Gäste angeschaut habe, war, dass sie unterschiedlicher nicht sein könnten, sowohl in ihrer Arbeit als auch in ihren Biografien, aber vor allem auch in ihren Büchern, die sie geschrieben haben und die übrigens alle in diesem Jahr erschienen sind. Ferda und Marvin haben im März ihr Buch veröffentlicht und Nariman, du hast es im Januar 2019 veröffentlicht. Und sie sind im besten Sinne divers innerhalb der Diversität. Und ich glaube, das ist halt etwas Schönes, divers sein zu können innerhalb der Minderheitsgesellschaft. Bevor ich die drei gleich ausführlicher vorstelle, möchte ich Ihnen noch ein bisschen was zu dem Ablauf heute sagen. Wir fangen nicht ganz typisch mit den Lesungen an, sondern gehen direkt in die Diskussion rein. Und innerhalb der Diskussion werde ich dann immer eine kleine Pause einschieben und dann werden die drei dann jeweils Passagen aus ihrem Buch vorlesen. Und am Ende haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Und bevor wir anfangen, möchte ich noch mal ein kleines bisschen was zu unserem heutigen Thema sagen. Von hier und doch ewig anders? Ein Fragezeichen haben wir hinter diese Frage gestellt. Man könnte aber auch, wenn man sich die Realität anschaut, ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Das würde sich dann so anhören. Von hier und doch ewig anders. Ein bisschen anders klingt das. Irgendwie reden wir ständig und seitdem ich denken kann, von Vielfalt. Vielfalt im öffentlichen Dienst, Vielfalt bei der Polizei, Vielfalt im Journalismus, Vielfalt in der Bundeswehr. Aber die Normalität sieht ganz anders aus. Die einzige Vielfalt, die mir einfällt, ist in der deutschen Nationalmannschaft. Da wird sie wirklich gelebt, diese Vielfalt, die wir uns alle in allen Bereichen in Deutschland wünschen. Aber und das ist, glaube ich, die heutige Frage: Wie viel National-Elf verträgt zum Beispiel die Bundeswehr oder der Journalismus oder aber auch
andere Bereiche wie die Politik, ohne gleich in diese Schublade des Vorzeigemigranten gesteckt zu werden. Aber vor allem geht es darum, wie sehr können wir eigentlich von gelebter Vielfalt reden, wenn wir zum gefühlt tausendsten Mal, und Ferda und ich haben im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, als ich mein erstes Buch veröffentlicht habe, das ist 15 Jahre her, waren es genau die gleichen Themen, über die wir uns unterhalten haben. Und ich habe als Beweis dafür, dass wir wirklich auf der Stelle laufen, heute etwas mitgebracht. Das zum Beispiel ist in der aktuellen Ausgabe der Zeit. Vielleicht haben es einige von Ihnen gesehen. Es geht, wie war nochmal das korrekte Wort? Es geht um das N-Wort. Es ist ermüdend. Es ist ernüchternd, wenn ich solche Sachen lese. So viele Jahre, seitdem dieses Land eigentlich schon ein Einwanderungsland ist. Und man fühlt sich in der Debatte rund um Migration und Integration wie in einer endlosen Zeitschleife. Marvin Oppong hat in seinem Buch Ewig anders genau über diese Zuschreibungen geschrieben und vor allen Dingen auch über die Wirkung dieser Wörter und diese Worte auch erklärt. Warum fällt es uns also eigentlich schwer, die Vielfältigkeit der deutschen Gesellschaft als selbstverständliche Realität zu akzeptieren? Welche Veränderungen sind in der Haltung der Mehrheitsbevölkerung überhaupt nötig, um diese Vielfalt zu leben? Und steckt in der ständig beschworenen Migrationskrise nicht doch ein bisschen auch eine Krise der Demokratie? Und vor allen Dingen, welche Perspektiven brauchen junge Menschen? Und über all diese Fragen werden wir heute reden. Herzlich willkommen, Ferda Ataman, Marvin Oppong und Nariman Hamuti. Ich hatte es gerade gesagt, ich möchte ganz kurz unsere Gäste vorstellen. Sie werden wahrscheinlich alle wissen, wer sie sind. Nur einmal ganz kurz. Ferda Ataman, geboren in Stuttgart, schreibt seit 2018 die Kolumne Heimatkunde auf Spiegel Online. Und sie ist Mitbegründerin und Vorstandsmitglied der Neuen Deutschen Medienmacher und Sprecherin der Neuen Deutschen Organisation. Ihr Buch Ich bin von hier, hört auf zu fragen, ist, wie schon gesagt, im März 2019 erschienen. Nariman Hamuti, geboren in Gerden bei Hannover, seit 2005 bei der Bundeswehr, zweimal im Auslandseinsatz in Afghanistan und heute ist sie Leutnant zur See. Ich glaube, das ist der offizielle Begriff. Sie ist Vorstandsvorsitzende des Vereins. Schön, klingt toll, oder? Vorstandsvorsitzende des Vereins Deutscher Soldat e.V. Ich diene Deutschland, ist im Januar erschienen. Und Marvin Oppong, geboren in Münster. Seit 2000 arbeitet er als freier Journalist und Dozent. Er ist Investigativjournalist und deckte etliche Skandale auf, unter anderem den vom Visahandel an deutschen Botschaften bis zu zweifelhaften Investitionen der katholischen Pax Bank. Er wurde mit dem Grimme Online Award und dem Alternativen Medienpreis ausgezeichnet und sein Buch Ewig anders ist im März 2019 erschienen. Ganz aktuell, ihr habt es vielleicht oder Sie haben es vielleicht mitbekommen, das BKA hat gerade ermittelt, dass 77% der Hasskommentare aus der rechtsextremen Ecke kommen. Knapp 9% aus der linksextremen. Ich habe gestern mit einer Freundin gesprochen und ich möchte Ihnen gerne diesen Dialog wiedergeben und dann gehen wir in das Thema rein. Also meine Freundin war beim BKA und sie hat gesagt zum BKA-Beamten, ich möchte gerne Beschimpfungen wie das N-Wort gern anzeigen. Geht das überhaupt? Und der Polizist sagte, fragen Sie mich das doch nicht. Ich weiß selbst nicht, was man noch zu Ihnen sagen darf. Dunkelhäutige, schwarz sind Sie ja nicht richtig. Das ist wirklich ein Dialog, der so stattgefunden hat. Und Herr Oppong, Sie schreiben sehr ausführlich in Ihrem Buch über diese Begrifflichkeiten. Wir hatten gerade über das N-Wort gesprochen. Viele von Ihnen wissen das. Das ist eine aktuelle Debatte. Aber es gibt ganz viele Nuancen in den Begrifflichkeiten. Und warum ist es so wichtig, in diese Nuancen zu gehen? Und warum haben Sie in Ihrem Buch fast ein ganzes Kapitel darüber gesprochen, was diese Begrifflichkeiten eigentlich bedeuten? Es ist an. Sie können einfach. Okay. Ja, weil Rassismus hat ja verschiedene Facetten. Rassismus äußert sich in Schriften, in Kinderbüchern, aber eben auch in Sprache zum Beispiel. Und da fängt das Ganze eben an. Ja, also
man kann gar nicht eine Debatte über Rassismus führen, ohne vorher quasi die richtigen Begriffe parat zu haben. Und ich habe einfach auch festgestellt, dass es da sehr viel Unwissen gibt. Selbst Menschen, die was wissen über Rassismus und sich damit beschäftigt haben, verwenden zum Teil Begriffe, die nicht mehr adäquat und zeitgemäß sind. Zum Beispiel Schwarzafrika ist so ein Begriff, den man immer wieder in Medien liest. Schwarzafrikaner. Ist gut, dass ich es nochmal sagen. Auch in aufgeklärten Medien, sogenannten Qualitätsmedien, das sind auch Medien, für die ich selber schreibe, da lese ich das auch immer wieder. Ich habe auch schon mehrfach, zum Beispiel im Fall vom Spiegel, dann Kollegen angeschrieben und darauf hingewiesen, dass diese Begriffe verwendet werden. Ja, zum Teil ist dann Verständnis vorhanden, zum Teil nicht. Und deswegen hielt ich es für wichtig, da aufzuklären den Punkt. Können Sie vielleicht so ein, zwei Wörter vielleicht nennen, wo Sie ganz klar sagen, das ist auch rassistisch, zum Beispiel farbig, sagen Sie. Also farbig ich möchte ist, jetzt diese Wörter eigentlich hier gar nicht nennen und in den Mund nehmen und wiederholen. Also da bitte ich um Verständnis. Aber ich glaube, dass einige hier im Publikum vielleicht auch das gerne wissen möchten. Also das N-Wort ist selbstverständlich. Wie kann man denn, frage ich Sie anders, wie kann man denn diskriminierungsfrei diskutieren, reden miteinander? Rassismusfrei reden miteinander. Gar keine Zuschauer. Wie nennen Sie sich denn selber? Wie kann man rassismusfrei miteinander reden? Indem man einfach respektvoll Sprache benutzt. Es kann immer mal passieren, dass man einen Begriff verwendet, vielleicht der nicht angemessen ist. Wichtig ist, dass man dann einfach die Offenheit behält, sich auch korrigieren zu lassen. Mhm. Ja, in meinem Buch beschreibe ich auch die Mechanismen von Rassismus. Einer ist zum Beispiel halt Ablehnung. Ja? Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich halt weiße Menschen aufkläre über Dinge, die mit Rassismus zu tun haben, dann besteht oft so eine Ablehnungshaltung. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Ja? Also niemand ist perfekt. Und wichtig ist einfach, dass man da offen drüber diskutiert, glaube ich. Perla, ihr gebt als neue deutsche Medienmacher regelmäßig Hilfe an die Journalisten, an die Kollegen. Ihr gebt ein Glossar raus mit Begrifflichkeiten. Nehmen die Kollegen das an? Ist das etwas, was umgesetzt wird? Und wie erarbeitet ihr dieses Glossar? Wir haben ein Glossar, das heißt Formulierungshilfen für die Berichterstattung. Und das wird eigentlich sehr gut angenommen. Das liegt aber daran, dass das als Service daherkommt. Also da ist noch nichts Konkretes vorgefallen. Und dann sagt man, also wäre irgendwie dieser korrigierende Moment, wo man sagt, hey, du hast das und das gesagt. Und eigentlich gehört es so und so, sondern die Leute können selber nachschlagen, wenn sie das möchten. Das heißt, da ist schon die Bereitschaft oder die Offenheit da, dass man sagt, ich guck mal, ob die Worte, die ich verwende, die adäquaten sind. Das sind aber auch so banale Sachen wie, dass in unserem Diskurs gleichgesetzt wird, Migrant mit Flüchtling, mit Ausländern, mit Menschen mit Migrationshintergrund. Also schon allein das sind ja alles völlig unterschiedliche Gruppen. Und wenn in Medien das alles irgendwie als Synonyme verwendet wird, dann sind wir da schon. Also da geht es nicht nur um Rassismus, darauf wollte ich hinaus. Insgesamt ist in diesem Diskurs einfach sehr viel Unwissen. Und um auch auf deine Frage, oder also wir duzen uns, wir kennen uns, deswegen kann ich gar nicht anders, wäre jetzt so verkrampft, auf Ihre Frage zu antworten. Ich habe dich ja auch geduzt. Es ist raus, wir haben uns schon mal. Wie kann man rassismusfrei reden? Es gibt da natürlich keine grundsätzliche Regel, aber ich finde eben Leute zu fragen oder vielleicht auch gar nicht irgendwie zu benennen, eigentlich total sympathisch. So. Also natürlich ist man immer, wenn man sich unsicher ist, kann man einfach fragen, wie würden Sie sich bezeichnen, als was? Aber das braucht da schon einen Kontext, finde ich. Also jetzt einfach nur irgendjemanden zu treffen und zu sagen, hey, wie nennst du dich? Also ich weiß auch nicht, wie viel zum Beispiel, das ist ja immer der klassische, im Rassismusdiskurs, wie oft werden weiße Menschen gefragt, wie sie sich denn bezeichnen würden? Und sind sie sich dessen bewusst, dass sie nicht einfach nur Deutsche sind, sondern eigentlich Deutsche ohne Migrationshintergrund oder eben weiße Deutsche? Im Gegenzug zu, was bin dann ich? Also eigentlich müsste ich immer direkt zurückfragen. Also Herr Oppong, Sie schreiben ja in Ihrem Buch, dass es suggeriert, dass es der Normalzustand sei, weiß. Und dass es deswegen eben diskriminierend ist, zu jemandem eben zu sagen, er sei farbig. Genau. Um Ihre Frage von gerade auch noch zu beantworten, ich bezeichne mich selber gar nicht als irgendwas. Ja, also ich bin einfach ein Mensch in erster Linie. Deutscher auch, bin ich auch. Und ich selber bezeichne mich nie als schwarz. Oder das sind eher andere, die mich so markieren oder eben in eine bestimmte ethnische Ecke schieben. Ja. Genau.
Wie ist das in der Bundeswehr? Reden Sie darüber? Gibt es eine gewisse Art, darüber zu diskutieren, über das Wording, oder ist das überhaupt kein Thema? Also grundsätzlich ist es kein Thema. Ich werde als Frau Leutnant angesprochen. Manchmal heißt es dann nur Frau Hamuti. Dann frage ich immer, welche Besoldungsgruppe hat denn der Dienstgrad Frau? Das würde mich mal interessieren. Ja, wenn das viel Geld ist, mache ich das, ne? Also, grundsätzlich hat das, wir haben den Vorteil, die Uniform und unser Auftrag macht uns gleich. Es zählt weder Herkunft, Hautfarbe, Religion, sexuelle Orientierung oder Identität. Wir sind ja gezwungen, zusammenzuhalten. Das bringt man uns relativ schnell bei. Und wir sind nur so stark wie der Schwächste oder die Schwächste von uns. Jetzt gibt es natürlich aber auch viele Geschichten über die Bundeswehr und ganz besonders über Soldaten, die rechtsextrem sind, rechtsextrem sind. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass das nicht die Realität sei, dass das natürlich existiert in der Bundeswehr, aber dass das nicht die Realität ist. Was ist denn die Realität? Die Realität ist, dass Rechtsextreme oder auch Menschen, die rechtsextreme Wandlungen haben, stark verfolgt werden und auch bestraft werden. Gerade nach 2017, nach dem Fall Franco A., ich erinnere mich mit Grauen daran, als das rauskam, oder auch diese Hannibal-Netzwerke, ist es so, dass die Vorgesetzten oder auch alle Soldaten sehr, sehr sensibel darauf reagieren. Das Ding ist ja, Schubladendenken machen wir ja alle, ne? Und es ist echt harte Arbeit, die Schublade zuzumachen und nicht mehr aufzumachen. Dieses Stereotypendenken ist ja dann auch immer sehr stark verankert. Und die Bundeswehr hat ein Imageproblem, aber meistens wird immer vergessen, dass wir eine Parlamentsarmee sind und auch in die Mitte der Gesellschaft gehören. Egal welcher Couleur oder welcher Orientierung. Und da wehren wir uns sehr stark. Also da gibt es von der obersten Führungsriege bis nach unten Menschen, die sich dagegen wehren. Und ich ermutige natürlich auch, also der Verein Deutscher Soldat ermutigt, die Führung ermutigt, sich immer dagegen zu wehren. Wenn man das weiß, dann kann man auch handeln. Ich würde gerne nochmal auf den Rassismus zurückkommen. Es gibt so einen beflügelten Satz, den ich schon öfter gehört habe. Einer meiner besten Freunde ist Ausländer, ich kann gar nicht rassistisch sein. Es gibt tolle Geschichte in Ihrem Buch, diese Erfahrung, die Sie im Stadtgarten in Bonn gemacht haben, mit einer deutschen Frau und mit einer, ich glaube, afghanischstämmigen Frau war es, glaube ich. Und dort fragen Sie, kann man rassistisch sein und sich doch mit Schwarzen abgeben? Also ist das möglich? Also wie eben gesagt, einer meiner besten Freunde ist Ausländer, ich kann es ja gar nicht sein. Ja, ich denke schon. Also da muss ich erstmal sagen, also die grundsätzliche Vorstellung, die man von Rassismus oft hat oder in unserer Gesellschaft und in den Medien, ist ja oft so, Rassist ist, wer irgendwie ganz eindeutige, platte, extreme Sprüche bringt oder mit Springerstiefeln rumläuft. Ja, aber Rassismus spielt sich ja auf verschiedenen Ebenen ab und in verschiedenen Qualitäten und Nuancen. Und man kann ja auch eine nicht rassistische Grundeinstellung haben, aber zum Beispiel einen rassistischen Begriff an einer Stelle verwenden oder jemanden an einer anderen Weise irgendwie rassistisch behandeln. Deswegen kann man natürlich rassistisch sein, ohne Rassist zu sein. Ja, das geht. Also ich habe in meinem Leben schon oft festgestellt, dass auch Leute, die mit Schwarzen zu tun haben, sich in einem oder anderen Punkt irgendwie nicht korrekt verhalten und rassistisch verhalten. Also das schließt sich einander nicht aus. Also ein Grundproblem, das wir haben, finde ich, im Rassismusdiskurs ist, dass erstens viele Leute nicht wissen, wie die Begrifflichkeiten sind, also definiert sind, eben nochmal, um da nochmal drauf zurückzukommen. Eigentlich ist es total einfach. Farbig funktioniert deswegen nicht, weil das ja überhaupt, also man muss immer das Gegenstück dazu angucken. Das würde ja heißen, dass die anderen farblos sind. Da es keine Farblosen gibt, gibt es auch keine Farbigen. So super einfach, fertig. Dann kommt immer, ja, aber warum nennen sie sich dann People of Color? So, dann liest dich halt ein. Wir haben Google, gerne auch andere Suchmaschinen, danke. Es ist total einfach und grundsätzlich schon dieses Desinteresse, dass man irgendwie denkt, Menschen of Color eben müssen
einem erklären, warum sie sich jetzt wie nennen und wie jetzt die richtigen Begrifflichkeiten sind. Ich würde sagen, lernen Sie es doch einfach. Wir leben doch zusammen. So, ich beleidige Sie auch nicht, also können Sie auch rausfinden, wie Sie mich nicht beleidigen. Und noch einmal ganz kurz zum Rassismusdiskurs. Was hast du gerade gesagt? Irgendwas hatte ich auch in einen Gedanken, von dem ich dachte, dass er wichtig wäre. Sag mal ein Stichwort. Ich weiß nicht, was du gerade gesagt hast. Ach, wegen dem, man kann gar nicht, kann man, genau. Kann man mit Ausländern? Zum Beispiel ein Denkfehler ist ganz oft, dass Menschen denken, Rassismus hat mit der Intention zu tun. Also wenn ich es nett gemeint habe, und darüber wird dann ja ganz viel gesprochen, über was hat man eigentlich gemeint und wie hat man es ja eigentlich verwendet, das ist egal. Darum geht es nicht. Da geht es eigentlich erstmal darum, was macht es mit der Person gegenüber, beziehungsweise manche Dinge sind strukturell rassistisch oder sie sind einfach rassistisch. So. Und das kann man total nett meinen, man kann 14 Freunde haben, man braucht nicht nur einen besten Freund, man kann in einem Haus wohnen nur mit Menschen oder in der Familie Menschen haben. Das alles ist nicht entscheidend. Und das aber mal zu verstehen, also, und da, das ärgert mich ehrlich gesagt, dass wir in einem Land leben mit der Geschichte, die wir haben, und dass Rassismus kein Allgemeinbildungspunkt ist. Und ich habe versucht, in meinem Buch so ein bisschen konstruktiv zu sein und habe unter den 5 Punkten, was ich denke, was uns zu einem besseren Einwanderungsland machen würde, so eine Art Aufklärungsprogramm, so einen Kurz-Crashkurs zu Rassismus. Und ich glaube, dass das unabhängig von meinem Buch wichtig wäre. Adelmann, wolltest du noch was sagen? Ja, also wenn der Mensch das aus dem BKA dann sagt, ich weiß ja gar nicht mehr, was ich sagen kann, dann sollte er sich dann mal überlegen, dass Sprache schon sehr diskriminierend sein kann. Also Sprache ist, wenn ich im Dienst bin und der dann Vorgesetzter sagt, Herr Hauptmann, Herr Kapitänleutnant, Herr Oberleutnant, Frau Hamuti, ist das für mich schon diskriminierend in dem Fall. Wenn jemand dann sagt, naja, Sie sind blond, bläugig und weiß ein Deutscher, schaut mich dann an, Sie sind, naja, so richtig schwarz auch nicht, aber auch nicht so richtig weiß, haben so krause Haare, so richtig deutsch sind sie nun auch nicht. Ist das rassistisch? Nichts anderes. Ich würde gerne noch mal ein bisschen eine Nuance tiefer gehen. Wir wollen ja in dieser ganzen, in dieser Diskussion ein bisschen weiterkommen, weil diese Diskussion führen wir ja schon seit ganz vielen Jahren. Ich weiß das aus dem Türkischen, Werder, du auch. Sie haben es in Ihrem Buch geschrieben, dass sich Schwarze auch selber Zuschreibungen geben, die, wenn es ein Weißer sagt, rassistisch sind. Im Marokkanischen, im Arabischen wird es sicherlich auch Bezeichnungen geben, wie man sich selber nennen kann. Wenn es ein anderer sagen würde, wenn es ein weißer Mensch sagen würde, es rassistisch wäre. Wäre es nicht sinnvoller, zielführender, Frage geht an Sie alle drei, ganz auf diese Begrifflichkeiten zu verzichten, auch nicht selber sich so zu bezeichnen, auch wenn das in einem anderen Kontext gemeint ist, sondern dass man einfach sagt, nee, das sind rassistische Begriffe, egal aus welchem Mund sie kommen? Ja. Also man kann schon darauf verzichten. Wieso sagt man nicht einfach Frau Attermann? Oder warum sagt man nicht Herr es ist doch egal, wie jemand aussieht oder so. Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Ja, das ist auf einer Ebene. Aber was ist zum Beispiel im Freundschaftlichen? Was ist auf der freundschaftlichen Ebene? Was ist zum Beispiel in der Musik, in der Rap-Musik? Ich würde gerne diese Nuance, Sie hatten das beschrieben, dass das zum Beispiel in Ihren Augen nicht rassistisch ist. Also wenn ein Schwarzer das N-Wort für sich selber benutzt, im Ironischen, ist das nicht rassistisch. Ist es nicht kontraproduktiv, wenn es in die eine Richtung geht und in die andere Richtung rassistisch ist? Ich weiß nicht. Also schwarze Menschen sollten sich mit dem N-Wort gegenseitig benennen können, so viel sie wollen. Das fände ich erstmal wichtig. In meinem Buch differenziere ich da an der Stelle. Also das N-Wort wird ja im Hip-Hop zum Beispiel viel eingesetzt, ist da üblich, hat da natürlich eine ganz andere Konnotation wie jetzt das deutsche N-Wort, das kann man gar nicht vergleichen. Es hat in der Vergangenheit auch Kritik gegeben, auch von prominenter Seite, dass das N-Wort im Hip-Hop zum Beispiel zu viel eingesetzt wird. Ich bin auch der Meinung, dass das zu einer Abstumpfung führen kann. Ich habe für mein Buch auch mit einem der bekanntesten deutschen Rapper mich getroffen, im Vorfeld eines Konzerts von ihm, weil der hat einen Track, der heißt Der Neger. Und dieser Track verwendet den Begriff halt sehr exzessiv. Er selber ist schwarz und ich habe mit ihm wirklich ernsthaft darüber diskutiert, ob das denn gut ist, das zu machen, weil er sagt, das ist halt Musik und Kunst.
Und ich bin schon der Meinung, dass man halt damit, wenn man Begriffe immer wieder verwendet, hält man sie halt am Leben. Und das perpetuiert das Ganze so ein bisschen. Aber ich finde, Sprachverbote sind halt auch schwierig. Vielleicht können Sie jetzt ein bisschen was aus Ihrem Buch vorlesen? Gerne. Sie hatten sich, glaube ich, irgendwie eine schöne Passage ausgesucht. Und dann gehen wir auch schon danach in die nächste Thematik. Was Sie möchten, Sie dürfen jetzt frei lesen, 10 Minuten lang. Dann fange ich jetzt mal bei den Begriffen, wo wir gerade sind, an, damit es nicht so ein Bruch ist. In meinem Buch gibt es ein ganzes Kapitel über Sprache und Begriffe. Schwarz, Person of Color, N-Wort, farbig, farbiger. Und diesen Abschnitt, farbig, farbiger, daraus würde ich Ihnen gerne etwas vorlesen. So, viele Menschen reden von Farbigen, weil sie nicht Schwarze sagen wollen. Sie denken, das sei zu hart, das dürfe man nicht sagen. Das ist ein Irrtum. Meine eigene Mutter hat farbiger gesagt, was ich falsch fand. Mein eigener Vater hat auch farbiger gesagt, aber Deutsch ist nicht seine Muttersprache. Und als er Deutsch beigebracht bekommen hat, war farbiger noch der normale Begriff, wenn man nicht sogar das N-Wort benutzte. Schwarz ist ein vollkommen angemessener, als Selbstbezeichnung der Minderheit akzeptierter Begriff. Es geht bei dem Begriff Schwarz nicht darum, dass jemand schwarz ist wie ein schwarzes Loch. Schwarz bezeichnet vielmehr die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe. Es gibt nicht wenige schwarze Menschen, die schwarz aus diesem Grund groß schreiben. Der Begriff farbig, farbige, farbiger suggeriert, dass weiß der Normalzustand ist und farbig eine Abweichung davon. So etwas wie ein angemalter oder eingefärbter Weißer. Der Begriff ist außerdem eine von Weißen geschaffene Fremdbezeichnung für eine ethnische Gruppe und keine frei gewählte Selbstbezeichnung. Zudem ist der Begriff ein Euphemismus, eine höflich gemeinte, weil schwächere Form von Schwarz. So der Verein der Braune Mob in einer Info auf seiner Webseite. Ich habe wirklich oft erlebt, dass weiße Menschen farbig sagen, weil sie denken, Schwarz sei nicht in Ordnung. Genau hier ist das Problem, denn Schwarz ist überhaupt kein schlimmer Begriff. Eigentlich kann man den Begriff nur meiden wollen, wenn einem beim Gedanken an schwarze Menschen ein komisches Gefühl beschleicht oder man gar nicht an Schwarze denken mag. In vielen Fällen steckt keine rassistische Absicht dahinter. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Irgendwann haben wir Schwarzen es allen Weißen erzählt und das Problem hat sich in Luft aufgelöst. Meine Urenkel müssen es dann vielleicht nicht mehr erklären. Im Zusammenhang mit dem Begriff farbig wird häufig folgendes Gedicht zitiert. Es wird einem unbekannten afrikanischen Autor zugeschrieben und geht so. Wenn ihr geboren werdet, seid ihr rosa. Krank werdet ihr grün. Bei Kälte blau. Aus Neid gelb. Wenn ihr verlegen seid, seid ihr rot. Und im Sommer tut ihr alles, um braun zu werden. Als ich geboren wurde, war ich schwarz. Wenn ich krank bin, bin ich schwarz. Wenn mir kalt ist, bin ich schwarz. Wenn ich neidisch bin, bin ich schwarz. Wenn ich verlegen bin, bin ich schwarz. Wenn ich in der Sonne liege, bin ich schwarz. Wenn, dann sind alle farbig, sage ich. Die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt so einen Begriff. Ich habe vor einer Woche, wollte ich das an jemanden twittern, da wurde der Begriff farbig verwendet, habe ich gesehen, dass dieser Text ist offline. Ich glaube, ich habe ihn zu oft an Leute getwittert. Also die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt, laut der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, ADEFRA, Schwarze Frauen in Deutschland, und weiteren Experten gibt es keine Farbigen. Der Begriff stammt aus der Kolonialzeit. In Deutschland hat er in den 50ern das als rassistisch erkannte Wort Neger ersetzt. Auch wenn farbig noch häufig in unaufgeklärten Medien verwendet wird, sollte er auf jeden Fall vermieden werden, denn es geht ausschließlich um Menschen. Gäbe es farbige Menschen, würde es bedeuten, dass sie in der Regel weiß sind. Weiterhin besänftigt farbig die Tatsache, dass sie schwarz sind, als sei es nicht in Ordnung, schwarz zu sein. Außerdem sagt farbig nichts weiter aus, als dass die Person nicht weiß ist. Trotz allem ist der Begriff nach wie vor im Duden enthalten. In der aktuellen Ausgabe des Duden-Synonym-Wörterbuchs rät der Duden-Verlag sogar bewusst dazu, den Begriff im Zusammenhang mit Hautfarben von Menschen zu verwenden. Dort heißt es, die Bezeichnung farbiger, farbige sollten nur verwendet werden, wenn in bestimmten Kontexten die Hautfarbe relevant ist, wie zum Beispiel in Bevölkerungsstatistiken. Man habe die Bezeichnung farbiger jedoch mit einem Warnhinweis versehen, rechtfertigt sich die Sprecherin des Duden-Verlags. Anscheinend ist der Verlag von dieser Linie selbst nicht mehr so recht überzeugt. Die bislang unmarkierte Darstellung in unserem Bedeutungswörterbuch
werden wir bei einer kommenden Auflage berücksichtigen, hieß es auf eine Frage. Du wolltest, glaube ich, noch ein paar Minuten hast du noch. Du wolltest noch eine, oder Sie wollten noch einige Passagen lesen zum Racial Profiling. Kann ich machen, ja. Wir hatten eigentlich über einen anderen Abschnitt gesprochen, aber ich kann auch gerne was zu Racial Profiling vorlesen. Ich fand das sehr interessant. Ich glaube, Sie sind gerade aus Leipzig gekommen. Genau, Sie haben eine Erfahrung gemacht. Vielleicht können Sie es kurz dem Publikum auch kurz erzählen. Genau. Also ich war gestern in Dresden, weil ich habe einen Kinofilm rausgebracht über radioaktive Orte. Ein strahlendes Land heißt der. Der wird hoffentlich auch noch in Berlin laufen. Und gestern wurde der in Dresden aufgeführt mit einem Filmgespräch. Deswegen war ich in Dresden und... in meinem Buch schreibe ich auch hier was in einem Abschnitt No-Go-Area Ostdeutschland. Da schildere ich einige rassistische Erlebnisse, die ich hatte in Dresden. Ich war da mal 2 Tage, 48 Stunden und hatte da 3 rassistische Erlebnisse in so kurzer Zeit. Unter anderem wurde ich von einer Mitarbeiterin von einer Drogerie für einen Dieb gehalten. Ich habe da sowas wie Airbnb gemacht, wollte ich unten im Haus reingehen, da wurde ich für einen Einbrecher gehalten. Wurde da fast von jemand angegriffen. So ein spanischer Mitarbeiter von so einem Laden wollte meinen Personalausweis sehen und hat gesagt, er sei deutscher als ich. Habe ich auch noch nicht gehört von jemandem, der selber nicht aus Deutschland kommt. Lange Rede, kurzer Sinn. Heute bin ich durch den Dresdner Hauptbahnhof gegangen und ich hatte da schon mal so ein Erlebnis. Ich hatte da, als ich vor 1-2 Jahren in Dresden war, kam ich da mit dem Taxi, habe meine Tasche da abgestellt an einer Bank und da saß eine Dame auf der Bank und ich musste dann nochmal zurück zum Taxi, habe meine Tasche da kurz stehen lassen und die Frau hatte so richtig Panik bekommen, weil sie dachte, das wäre irgendwie eine Bombe. Diese Situation war so absurd, dass selbst eine Frau, die daneben saß, auch lachen musste über diese Frau, die da Angst hatte. Und als ich heute im Dresdner Hauptbahnhof war, habe ich mich schon irgendwie die ganze Zeit unwohl gefühlt, weil ich dachte, die halten mich für einen Kofferbomber. So. Ich gehe dann weiter durch den Bahnhof, weil ich noch auf meinen Zug warten muss. Und plötzlich kommen 3 Bundespolizisten auf mich zu. Und der eine spricht mich an und sagt, sie hätten gerne meinen Personalausweis. So, da habe ich gedacht, ist ja schon lustig, dass es ausgerechnet heute passiert. Auf jeden Fall, ich habe dann erstmal nachgefragt, warum ich da kontrolliert werde, warum jetzt ausgerechnet ich und nicht jemand anderes, warum jetzt der einzige Schwarze in der ganzen Bahnhofshalle kontrolliert wird. Natürlich konnte man mir darauf keine vernünftige Antwort geben. Ich habe dann auch ganz klar gesagt, dass ich das dass ich das für Racial Profiling halte. Ich habe dann gehofft, dass irgendwie Leute stehen bleiben. Ich habe dann auch laut gesagt, dass hier gerade Racial Profiling stattfindet. Zu meinem Erschrecken haben die Leute noch nicht mal geguckt. Ja, also das war sehr erschreckend. Jedenfalls, ich habe mich dann geweigert, mich dieser rassistisch motivierten Personenkontrolle zu unterziehen. Deshalb musste ich damit auf die Wache. Und auf der Wache habe ich dann diskutiert mit 7 Bundespolizisten, die dort waren in dem Vorraum. Und ja, ich kürze das ab. Jedenfalls am Ende hat man dann Personalkontrolle gemacht. Man hat gesagt, wenn ich meinen Personalausweis nicht gebe, dann wird man das mit unmittelbarem Zwang sich den nehmen. Ich habe dann meinen Personalausweis freiwillig rausgeholt. Und am Ende hat man dann noch eine Fotokopie von meinem Personalausweis angefertigt, was ich für rechtswidrig halte ebenfalls. Ja, das ist mir heute passiert. Deutschland im Jahr 2019. Und in meinem Buch geht es natürlich auch um Racial Profiling, weil das leider nicht das erste Mal ist, dass ich das so etwas erlebe. Ganz kurz? Ja. Ganz kurz. Ganz kurz, ja. Genau. Ich habe etwas geschrieben hier über internationale Organisationen, was die sagen zu Racial Profiling in Deutschland. Und zum Beispiel der UN Special Rapporteur on Contemporary Forms of Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance äußerte sich in einem Bericht über eine Reise nach Deutschland 2009 zu Ethnic Profiling. Er hielt fest, dass Nichtregierungsorganisationen Bedenken formulierten, dass die Polizei in Deutschland nach dem 11. September rassistisches und religiöses Profiling gegen Araber, Personen afrikanischer Abstammung und Muslime bemühe. Und die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz hat in ihrem Bericht zu Deutschland von 2009 festgestellt, dass in puncto Verhalten der Polizei ein unabhängiges Untersuchungsverfahren notwendig wäre, um Anschuldigungen zu polizeilichen Fehlverhalten nachzugehen. Okay. Sind das Erlebnisse, die Sie regelmäßig erleben? Ja, wie gesagt, also ich habe in meinem Leben schon mehrmals Racial Profiling erlebt.
Das erste Mal, das schildere ich auch in meinem Buch, war mit 15, als ich mit der Schule auf eine Klassenfahrt gefahren bin nach Frankreich. Da war ich im Großraumabteil mit meiner Lehrerin und anderen Schülern und dann kam Bundespolizei rein, hat nur mich kontrolliert, ist dann weiter im Zug, hat im Großraumabteil noch jemand kontrolliert und das war der andere Schwarze in dem Abteil. Und ich habe das sonst auch schon mehrere Male erlebt, ja. Und doch ewig anders, Ausrufezeichen, kein Fragezeichen. Und doch ewig anders, 30 Jahre haben wir gerade gefeiert, den Mauerfall. Und Perda, du hast zum Mauerfall eine Kolumne geschrieben und darin stand, wir waren schließlich länger da. Ronny und Mirko kamen in meine Klasse, nicht umgekehrt. Wir waren die Aufnahmegesellschaft. Und auch Sie, Herr Oppong, schreiben in Ihrem Buch über die Wiedervereinigung und was die Wiedervereinigung für Sie bedeutet hat. Sie schreiben, nach der Wiedervereinigung kippte die politische Stimmung in Deutschland spürbar. Für mich, meine Freunde, meine Familie. Ich glaube, als Weißer in der Mehrheitsgesellschaft kann man sich die Erschütterungen kaum vorstellen, die People of Color seitdem erleben müssen. Und auch Nariman, die Wiedervereinigung ist auch in deinem Buch ein Thema. Du schreibst, 1989 fiel die Mauer. Danach kamen zwei Armeen mit sehr unterschiedlichen Geschichten zusammen. Was hat jeweils für euch, für Sie, die Wiedervereinigung persönlich bedeutet, Ferda? Also ich war 9,5 Jahre alt, ich glaube 10, weiß ich nicht mehr, jedenfalls klein. Und damals selber kann ich mich nur erinnern, dass meine Mutter sich total gefreut hat. So. Also sie hat mich geweckt, wir sind vor dem Fernseher und sie hat vor Glück geweint und fand das wahnsinnig bewegend und toll. Und ich durfte den ganzen Abend fernsehen, das war der Hammer. Also ich durfte sonst immer nur eine halbe Stunde, muss man dazu wissen. Aber das kam dann halt die Jahre danach und diese ganzen anderen Bilder. Und ich habe tatsächlich in Erinnerung, dass meine Mutter dann noch öfter vor der Glotze geweint hat, aber eben nicht mehr aus Freude, sondern weil irgendwelche Pogrome gerade abgingen oder Häuser brannten. Oder also wenn ich mir aus heutiger Sicht vorstelle, wie sich Solingen, wenn ich viel bewusster das mitbekommen hätte, wie sich das für mich anfühlen würde, so kann ich gar nicht sagen. Also natürlich sind im Moment auch ganz viele schreckliche Nachrichten und die treffen, es ist einfach so, wenn man weiß, man gehört zur Zielgruppe, also dieses Jahr fing ja damit an, dass an Silvester ein Mann in sein Auto steigt und sagt so, ich will jetzt Ausländer totfahren. Flüchtlinge hat er, glaube ich, gesagt. Aber er kann ja nicht sehen, er fragt ja nicht nach dem Aufenthaltsstatus. Das heißt, er hat einfach Menschen angefahren, von denen er fand, dass sie aussahen wie Nicht-Deutsche. So. Und das ist für mich immer auch eine Art von Terror. Also diese Bedrohung, dass man weiß, es fahren jetzt öfter Leute durch die Gegend, die entweder Menschen anschießen, wie dieses Jahr schon passiert, oder anfahren oder beleidigen. Auf meinem Handy kommen gerade ganz viele schreckliche Nachrichten ein. Und also das, was ich weiß, ist, dass für Menschen, die damals eben schon erwachsen waren und das alles mitbekommen haben, dass die ersten Jahre nach der Wende ganz stark verbunden sind mit rassistischen Pogromen. Was hat das politisch bedeutet für die Minderheitsgesellschaft die Maueröffnung, dass da jetzt ein neuer Teil, ein neues Deutschland dazugekommen ist. Was war das? Welche Auswirkungen hatte das auf die Integration der Menschen, die hier bereits gelebt haben? Das Zitat, das du von mir gebracht hast, das war ja jetzt sozusagen ohne Kontext. Dazu muss man wissen, dass ich zuerst dachte, yay, ist ja so ein Upgrade. So. Also ne, wir Türken, wir sind jetzt endlich nicht mehr die Neulinge, sondern jetzt kommen die echten Neulinge und wir sind schon da. Und das hat halt nicht funktioniert, überhaupt nicht. Wir waren natürlich trotzdem immer noch die Ausländer oder irgendwie sogar noch mehr. Und mir hat mal ein Wissenschaftler gesagt, ein Historiker, dass die Idee war ja, dass wegen des Eisernen Vorhangs, dass man halt Migranten geholt hat und dann fiel dieser Vorhang, dann kamen sozusagen die eigenen Leute zum Arbeiten rüber und dann war eigentlich die Idee, so, liebe Ausländer, jetzt könnt ihr wieder gehen. So. Und das hat sich auch für viele so ausgewirkt. Also viele haben Arbeitsplätze verloren, die Werkvertragsarbeiter in Ostdeutschland wurden komplett, also ich glaube 80% wurden wieder entsendet. Und darüber reden wir schon wenig, dass da eigentlich eine Erosion stattgefunden hat und für die geblieben ist, ja auch nochmal die Frage war, welche Rolle haben die jetzt? So, genau. Zwei unterschiedliche Armeen mit zwei unterschiedlichen Geschichten. Was meinst du damit, mit den Geschichten? Ich meine, du warst 10 Jahre alt, als die Mauer gefallen ist. Wie ist das in der Bundeswehr? Nicht mal es verraten.
Sie war doch gar nicht geboren. Leider stimmt nun auch nicht. Ferda und ich, wir sind fast gleich alt. Ja, immer du mehr als ich. Also ihr Küken, ich bin ja immer noch die Älteste hier. Nein, also. Ja, ein bisschen Humor muss ja immer dabei sein. Zwei unterschiedliche Ämter, das sieht man gut an der Geschichte der deutschen Marine. Zum Beispiel bin ich ja auch Marineoffizier jetzt. Vorher hieß es Bundesmarine, dann, ich meine, jetzt ist es deutsche Marine und sind einfach nur mal so zwei verschiedene Seestreitkräfte zusammengekommen mit zwei verschiedenen Ausbildungen, aber trotzdem noch, man versucht ja dann auch in den Armeen das zusammen zu vereinigen. Ist auch ein langer Prozess gewesen, meiner persönlichen Erfahrung nach. Ne? Also ich habe auch Lehrgänge in den neuen Bundesländern besucht und ich habe dort auch die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht. Als ich in Neubrandenburg auf einem Lehrgang war, habe ich immer das Problem mit dem Essen. Ne? Das ist immer so, ich esse kein Schweinefleisch und irgendwie ist das immer ganz komisch, wenn man irgendwo unterwegs ist, ist auf einmal der ganze Speiseplan so schweinlastig. Und dann bin ich in der Mittagspause rausgefahren zum Supermarkt und wollte mir dort nur schnell was zu essen besorgen. Und dann wurde ich an der Kasse angespuckt in Uniform. In Uniform mit den Worten, auch da klauen sie uns schon die Arbeitsplätze. Bitte nochmal? Auch da klauen sie uns schon die Arbeitsplätze. Also dann bin ich lieber in der Kaserne geschützt mit meinen Kameraden und werde dort nicht angefeindet. Also ich würde gerne von Ihnen noch genauer wissen, was denn diese Erschütterung für Sie persönlich und für Ihre Familie, Sie sagen, also die politische Stimmung in Deutschland ist gekippt. Können Sie beschreiben, wie Sie das empfunden haben, was da gekippt ist und was die Erschütterungen sind, die Weiße gar nicht nachvollziehen können, wie Sie es in Ihrem Buch schreiben? Ja, einfach dieses Gefühl der Sicherheit, was man vorher eigentlich immer hatte. Deutschland ist ja ein Land, wo man sicher leben kann. Und plötzlich war es halt so, dass man Angst haben musste, in seinem eigenen Land in bestimmte Teile zu reisen. Ich weiß auch, dass mein Vater zum Beispiel auch Sorgen gemacht hat, ob das jetzt quasi übergreifen könnte, ob wir dann Solingen, ist auch nicht so weit weg jetzt von Münster, ja, ob es dann irgendwann auch Brandanschläge in Münster gibt. Und ja, das war einfach so eine Stimmungssache. Man hat das auch gespürt als Kind, also dass da sich was verändert hat. Ja. Mhm. Ferda, glaubst du, dass die Integration der Migranten, also der Ursprungsmigranten, die vor den Ostdeutschen da waren, weiter wäre heute, wenn es die Wiedervereinigung nicht gegeben hätte? Nicht, dass ich es mir wünsche, um Gottes Willen, aber hätte sich der Prozess weiterentwickelt, wenn der Fokus bei den Migranten geblieben wäre? Der ist ja so ein bisschen abgewandert in den Osten, der Fokus. Also ehrlich gesagt, gab es damals überhaupt keinen Integrationsfokus. Also das finde ich total wichtig zu wissen, dass bis in die 90er Jahre war eigentlich Haut wieder ab Politik Standard. Also ich nenne das so, weil es gab in den 80ern die Rückkehrprämie. Es gab eigentlich 0,0 Integrationsangebote. Entweder man hat sich durchgeschlagen, man hat irgendwie Deutsch gelernt oder nicht. Aber es gab jetzt nicht sowas wie heute, dass man irgendwie Kurse anbietet oder Integrationspolitik betreibt oder so. Deswegen glaube ich nicht, dass das ein... Also es ist ein bisschen schwer, sich zu überlegen. Es war ein herber Rückschlag, glaube ich, in persönlicher Ebene, aber politisch war da eigentlich nichts, was zurückzuschlagen gewesen wäre, glaube ich, kann man so pauschal sagen. Wobei die Wissenschaftlerin Naika Furutan vergleicht ja tatsächlich auch die Migranten mit den Ostdeutschen, dass sie quasi die gleichen Integrationsprozesse mitmachen. Nee, sie sagt, dass dass bestimmte Narrative sehr ähnlich sind. Also auch die neuen Deutschen sozusagen, also in dem Fall die Ostdeutschen, müssen immer noch beweisen, dass sie sich integriert haben. Und wenn sie einen Fehler machen, wie zum Beispiel rechtspopulistisch oder rechtsextrem wählen, dann beweist es, dass sie noch nicht integriert sind. Wohingegen ein Westdeutscher, der die AfD wählt, deswegen nicht integriert ist. Also niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, oh, in Münster wird auch AfD gewählt. Mensch, die sind immer noch nicht integriert. Ne? So, also diese Erwartungshaltung, die hat man gegenüber Migranten und ihren Nachkommen bis in die x-te Generation. Und die hat man eben gegenüber den Ostdeutschen, weil die müssen das erstmal lernen, so mit unseren Werten und ähnlich. Mir ist was aufgefallen, als ich mich so eingelesen habe und mal ein bisschen recherchiert habe und mal im Netz geguckt habe, was du für Interviews gegeben hast und was so Porträts über dich geschrieben worden sind, ist mir eins aufgefallen. Da steht immer, ist Offizierin und Muslima. Es wird quasi immer erwähnt.
Wie wichtig ist denn die Religionszugehörigkeit in der Bundeswehr? Gibt es das? Also ist es wichtig? Ist dir das wichtig? Ist dir das wichtig, dass das bekannt ist? Also ich finde, manchmal wird es auch echt überbetont und das ist dann so, oh, das UFO ist Moslem. 1% und bei der Muslime, glaube ich, in der Bundeswehr, ne? Offizielle Zahlen, über 3000 Soldaten muslimischen Glaubens, offiziell, ne? Was jetzt gezählt worden ist. Die Dunkelziffer, glaube ich, liegt weitaus höher. Es ist auch schwer, das heutzutage zu sagen, dass man dem Islam angehört. Das ist ja jetzt... muss man ja schon aufpassen, teilweise. Wird die Religion erhoben bei der Einstellung, oder? Nein, da wird nur erhoben katholisch oder evangelisch, weil man dann Kirchensteuer verpflichtet ist, ne? Also sein könnte. Das ist dann wichtig. Alles andere ist eine freiwillige Angabe. Aber in unserem Berufsstand ist es halt ein bisschen wichtig, ne? Also mir ist das erste Mal wirklich wichtig erschienen, welcher Religion ich angehöre, als ich dann das erste Mal nach Afghanistan gegangen bin. Und mir dann, ich wurde dann zum Fotografen geschickt, damit ein Foto von mir gemacht wird, was dann vor meinem Sarg hergetragen wird, falls ich im Einsatz falle. Und dann habe ich mir überlegt, wie ich meine Beerdigung planen sollte und wer die Todesnachricht meinen Eltern überbringt. Weil mir, geistlicher Beistand in extremen Situationen ist nicht unwichtig. Und den gibt es auch immer noch nicht. Also ich glaube, die Forderung ist ja schon einige Jahre her. Du bist ja auch eine von denen, die das immer wieder fordern. Du möchtest gerne, dass es einen Imam gibt. Ja. Warum tut sich die Bundeswehr so schwer? Ich meine, 3000 Muslime, das ist jetzt nicht so. Ich meine, das ist jetzt verglichen zu der ganzen. Aber trotzdem was ist das Problem? Warum tut sich die Bundeswehr so schwer? Es gibt ja immer irgendwelche Gründe, die man dann halt benennt, wenn man was nicht will. Was sind die Gründe? Es gibt keine Religionsgemeinschaft, die eine Körperschaft darstellt, ist zum Beispiel ein Grund. Es gibt aber andere Möglichkeiten, oder die Imame sind immer mit staatlichem Einfluss ausgebildet. Wir haben in Niedersachsen, ich bin ja Niedersächsin, eine Universität in Osnabrück, die bildet seit Jahren schon staatlich unabhängig Islamtheologen aus. Die kann man auch dafür einstellen. Wobei ich jetzt auch sagen muss, dass die ehemalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen am 2. April einen Tagesbefehl rausgegeben hat, wo sie jetzt auch die Intention sagt, wir brauchen jüdische Seelsorge, die gibt es nämlich auch nicht. Und ich habe über 300 jüdische Kameraden und Kameradinnen. Wir brauchen islamische Seelsorge. Jetzt schließt man den Staatsvertrag mit dem Zentralrat der Juden ab, aber mit den Muslimen ist schon wieder ein bisschen schwierig. Ne? Also wenn man was nicht will, findet man Grund. Okay. Jetzt darfst du gerne aus deinem Buch vorlesen. Okay. Also ich habe mich in dem Buch wirklich viel mit Identität beschäftigt und es geht ja heute auch um Identität, also nehme ich sie mit durch ein paar Passagen in meinem Buch. Deutsch ist, wer Deutschland dient. Übrigens, Frau Reinke, bei mir im Außenministerium arbeitet auch eine Marokkanerin. Kleine Pause. Übrigens, Herr Gabriel, ich bin Deutscher. Das stammt aus einer Unterhaltung mit dem damaligen Außenminister Sigmar Gabriel im Plenarsaal des Reichstages kurz vor der Wahl des Bundespräsidenten am 12. Februar 2017. In Afghanistan und zu Hause. 2008 und 2011 war ich für jeweils 5 bzw. 6 Monate im Einsatz in Afghanistan. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Ein Auslandseinsatz gehört für uns Berufssoldaten einfach dazu. Man könnte sich drücken, aber eigentlich ist man dann auch nur ein halber Soldat. Und das wollte ich auf keinen Fall sein. Ich wollte mich bewähren und zeigen, dass ich meinen Mann stehen kann, wenn es darauf ankommt. Das war ein ganz starkes Motiv für mich. Andere Kameraden sind möglicherweise auch erpicht auf eine Auszeichnung. Das stand bei mir jedoch nicht im Vordergrund. Manche, die sich für einen Auslandseinsatz melden, suchen vielleicht eine Aufgabe, die sie mehr ausfüllt als der normale, gelegentlich langweilige Dienst in der Kaserne. Die finanzielle Komponente spielt sicher bei vielen eine Rolle. Davon nehme ich auch mich nicht aus, da die Auslandseinsätze aufgrund der Gefahren- und Erschwerniszulagen besser dotiert sind als der Dienst in Deutschland, kann man sich eine ganz ordentliche Summe zusammensparen. Außerdem wäre ich sowieso drangekommen. Alle Argumente sprachen dafür.
Ich war damals 3 Jahre dabei, hatte nach meiner Grundausbildung an verschiedenen Lehrgängen teilgenommen, war mehrmals zu See gefahren, hatte 2006, 2007 einen Feldwebellehrgang und anschließend die Fachausbildung für elektronische Kampfführung, kurz ELOKA, absolviert. Wenn man Expertin für ELOKA ist, gehört man zu einem mobilen Verband. Und das bedeutet unter anderem, dass man für einen Auslandseinsatz in Frage kommt. Außerdem spreche ich genau die Sprachen, die für Afghanistan interessant sind, also Dari, Pashto und Arabisch. Ich wäre somit auf jeden Fall nach Afghanistan geschickt worden. Nicht zuletzt aus praktischen Erwägungen, damit ich mehr Einfluss auf den entsprechenden Zeitraum hatte, meldete ich mich freiwillig. Ich bin im Sommer eben gern zu Hause, daher wollte ich den Einsatz im Winter durchziehen. Natürlich hatte ich keine Ahnung, wie es wirklich ist, einen Einsatz in Afghanistan durchzustehen. Wie sich das anfühlen würde, die Angst, die Unsicherheit. Vor einem Einsatz, egal ob in Afghanistan oder anderswo, üben wir 2 Monate lang, bereiten uns intensiv auf die Situation und die Anforderungen dort vor. Aber irgendwann ist man dort und dann ist es echt. Dann merkt man, dass der reale Einsatz etwas ganz anderes ist als die Übung, selbst die unter verschärften Bedingungen. Es riecht anders, es fühlt sich anders an, man ist selbst jemand anderer, unsicherer. Außenstehende wundern sich manchmal, wenn wir solche Gefühle zulassen und sie womöglich auch noch äußern. Kämpfen sei ja schließlich unser Beruf, darauf müssten wir doch gefasst sein. Auch darauf, verwundet zu werden oder zu sterben. Klar, das wissen wir und wir versuchen uns darauf einzustellen. Aber wir sind doch keine Maschinen, auch keine selbstmörderischen Verzweiflungstäter. Wir sind empfindende Menschen, die ihr Leben lieben, die Familie, Freunde und Verwandte haben. Bindungen aller möglichen Art, die wir nicht durchtrennen wollen. Als mein Vater mich vor dem Abflug verabschiedete, stand er in Nienburg an der Weser am Kasernentor. Er weinte. Ein gestandener Mann von 73 Jahren steht am Tor und weint, weil er Angst um seine Tochter hat. So ist das, wenn jemand in den Einsatz geht. Das ist nicht übertrieben sentimental, finde ich, sondern der Situation angemessen. Man weiß nicht, ob man einander wiedersehen wird. Man versucht, den Gedanken zu verdrängen. Aber es könnte sein, dass man sich in diesem Moment das letzte Mal anschaut, das letzte Mal bei der Hand nimmt. Es ist eine Situation, die jeden berührt. Selbst wenn manche es sich nicht anmerken lassen wollen. Mal einen kurzen Zeitsprung, ne? Sonst wird das hier zu ernst. Deutschland sieht aus wie ich. Ich bin wieder zurück in Deutschland. Ein kleines Nachspiel zu Afghanistan, Deutschland und mir. Kurz nach meiner Rückkehr fuhr ich zu meiner Cousine, die einige Sachen für mich aufbewahrt hatte, während ich weg war. Ich kurfte 3-mal um den Block, fand aber keinen Parkplatz und stellte den Wagen notgedrungen in die 2. Reihe. Ich beeilte mich und verlud innerhalb weniger Minuten meine Utensilien in den Kofferraum. Gerade als ich mit der letzten Kiste aus dem Keller kam und sie verstauen wollte, trat aus dem Nebenhaus eine Frau. Sie musterte missbilligend das Auto, ließ den Blick über meine Flecktarnuniform schweifen, betrachtete prüfend meine schwarzen Haare und meine dunkle Haut. »Du da!« rief sie laut, obwohl wir kaum 3 Meter voneinander entfernt standen, und fuchtelte mit ihrem Arm vor mir herum. »Du da! Auto weg! Brumm, brumm! Weg! Weg hier! Weg! Verstehen! Nix parken! Verboten!« Ich war kurz davor, zusammenzuklappen, dort auf dem Bordstein, zusammenzubrechen in meiner deutschen Uniform, auf der allen nur möglichen Stellen deutsche Abzeichen aufgebracht waren. Die schwarz-rot-goldene Flagge rechts und links am Oberärmel und auf meiner Feldmütze, meine Dienstgradabzeichen, Oberfeldwebel des Heeres. Mein Verbandsabzeichen vom Bataillon für elektronische Kampfführung am rechten Arm. Aber ich tat's nicht. Ich brach nicht zusammen, sondern antwortete im möglichst normalen Tonfall. Ich verstehe Sie sehr gut. Sie haben natürlich recht. Einen Moment noch, ich schließe den Keller ab und fahre dann das Auto weg. Die Frau stutzte. Ach, ist Ihre Uniform etwa echt? Sie sprechen aber gut Deutsch. Ich stand vor dieser Frau als Soldatin, die gerade von einem internationalen Einsatz der Bundesrepublik Deutschland zurückgekehrt war. Und was sah sie in mir? Eine intellektuell minder bemittelte Ausländerin, die Auto falsch parkte, weil ich dunkler war als sie. Dieses Bild ist beherrschend. Dagegen kommt nichts mehr an, nicht einmal die Uniform. Ich fühle mich deutsch. Ich bin hier geboren, in die Schule gegangen, ich bin Berufsoffizier, lebe in Kasernen der Bundeswehr, war 2-mal für Deutschland in Afghanistan im Einsatz, spreche akzentfrei Deutsch, bin deutsche Staatsbürgerin durch und durch und trotzdem reicht es nicht.
Ein Blick auf meine schwarzen Haare und die Leute fragen, woher ich stamme. Wundern Sie sich, dass aus meinem dunklen Gesicht deutsche Töne kommen? Soll denn Deutschsein durch nichts anderes definiert sein, als durch ein paar Pigmente, die helle Haut verschaffen und blondes Haar? Das glaubt doch kein Mensch. Nicht einmal die ärgsten Rechtsradikalen denken so. Trotzdem begegnen mir solche Reaktionen auf Schritt und Tritt, in allen Schichten, in allen gesellschaftlichen Gruppen. Das Bild des hellen Deutschen übersteht offenbar jede Aufklärung und jeden Blick auf die bundesrepublikanische Realität. Schon klar, viele Bemerkungen sind nicht böse gemeint, jedenfalls nicht notwendigerweise. Die meisten Äußerungen in dieser Richtung sind unüberlegt, sie sind ungenau. Sie sind auf jeden Fall diskriminierend. Letztlich ist es doch egal, ob jemand absichtlich oder unbewusst solche Bemerkungen loslässt. Es offenbart so oder so eine Grundhaltung, mit der eine Unterscheidung rein aufgrund der Hautfarbe getroffen wird. Das ist doch widerlich, jedenfalls wenn man es genau betrachtet und über die Implikationen nachdenkt. Eine Bekannte erklärt mir mal, dass sie generell an den Unterschieden mehr interessiert sei als an den Ähnlichkeiten. Dass sie spannende Lebensgeschichten vermutet, wenn sie jemanden begegnet, der eine andere Hautfarbe hat als sie selbst oder mit einem Akzent spricht. Das mag ja so sein und ich unterstelle ihr keinen aggressiven Rassismus, aber eine gewisse Trägheit im Denken schon. Schließlich haben knapp 19 von 82 Millionen Einwohnern Deutschlands einen Migrationshintergrund. Manchen sieht man es an, anderen nicht. Aber welche Rolle spielt das? Warum automatisch bei einigen annehmen, dass sie keine normalen oder keine richtigen Deutschen seien? Warum nicht erstmal davon ausgehen, dass jeder Deutsch ist, der einem hier begegnet und sich dann gegebenenfalls überraschen lassen, wenn er es nicht ist? Man mag mir unterstellen, dass ich ein bisschen zu sensibel bin. Vielleicht trifft das zu. Oder sagen wir, vielleicht ist das manchmal so. Aber letztlich muss man schon mir überlassen, wie ich darauf reagiere, dass ich in meinem Heimatland mein ganzes Leben lang damit konfrontiert werde, für eine Ausländerin gehalten zu werden. Nur weil ich ein bisschen anders aussehe. Wo kommst du denn her? Ich bin Deutsche. Ja, aber woher kommst du denn wirklich? Dankeschön, vielen Dank. Du hast eine Vision. Du schreibst, eine Nation, in der derjenige als Deutscher gilt, der sich als solcher fühlt und wahrgenommen werden will. Es gibt Menschen in diesem Land, es gibt Politiker in diesem Land, die im Bundestag sitzen. Da kann man sich wahrscheinlich ein Bein ausreißen, für die wird man nie dazugehören. Ich möchte den Bogen schlagen, weil du dich auf ein Posting, ein Facebook-Posting in den sozialen Medien eines AfD-Politikers reagiert hast. Ich würde Ihnen ganz kurz gerne vorlesen, was dieser AfD-Politiker im Netz geschrieben hat. Er missbrauchte das Zitat von Max Frisch: Wir haben Arbeitskräfte gerufen und es sind Menschen genommen. Und er machte daraus: Wir riefen Gastarbeiter, bekamen aber Gesindel. Du hast auf Twitter dazu was geschrieben, du hast dich dazu geäußert, du hast gesagt, ich bin Tochter eines Gastarbeiters, heute diene ich stolz als Marineoffizier unserer Heimat und setze mich gegen Rassismus und Diskriminierung ein. Wir sind von hier. Perda, du bekommst auch auf deine Kolumne ganz viele Reaktionen, Hassmails, du wirst angefeindet. Herr Oppong, Sie haben es gerade gesagt, Sie auch im Leben, ob es nun jetzt am Bahnhof ist. Ich weiß nicht, ob Sie als Journalist auch dem ausgesetzt sind. Wie sehr, ja, auch, ja. Auch, wie sehr trifft dich das? Es wird ja immer mehr. Durch dein Buch wahrscheinlich auch noch mal verstärkter diesem Hass ausgesetzt? Ja, es kommt ja immer aus allen Richtungen. Also bei mir hat man ja immer so, ich sage immer, ich habe mal viermal die A-Karte gezogen. Ich bin eine Frau, ich habe einen marokkanischen Hintergrund, also meine Eltern kommen aus Marokko, ich bin Muslima, ich bin eine Frau in einem Männerberuf und ich bin Marineoffizier, also Bundeswehrsoldatin. Also da gibt es immer so viele Angriffspunkte und da kann man sich immer aussuchen, mit was diskriminiere ich sie jetzt. Ne? Also es ist immer irgendetwas, man kann es sowieso niemandem recht machen. Nachdem das Buch erschienen ist und ich mache das auch sehr bewusst und die Vision, die du gerade vorgelesen hast, ist ja auch vom Verein Deutscher Soldat. Das ist ja das, was wir anstreben. Mache ich das dann nochmal und sage, ich bin Deutsche. Und ich versuche jetzt, frei nach Schulz von Thun, zwei Ebenen der Nachricht, also zwei Seiten der Nachricht nicht an mich ranzulassen. Also ich versuche es nicht an die Beziehungsebene oder die Gefühlsebene ranzulassen, weil
ehrlich gesagt, motivieren mich diese ganzen Hassmails und die ganzen rassistischen Äußerungen, nur mehr zu tun. Hm. Ich habe jetzt zwei Neffen und eine Nichte und gerade für die beiden möchte ich gerne, dass es eine bessere Heimat ist. Oder für die drei. Ich weiß, Felder, du gehst auf Twitter, in den sozialen Medien sehr, sehr provokant damit um. Also du schießt zurück und lässt dir nichts gefallen. Ist das die wahre Felder? Oder? Ich bin total nett und höflich immer. Felder ist voll die Kameradin. Aber also das war zum Beispiel so ein klassisches Beispiel, wo ich sagen würde, da hätten wir nicht übers Stöckchen springen müssen, weil jetzt zu beweisen, aber wir sind voll gut integriert, wir sind voll erfolgreich, Bundeswehrsoldatin oder viele haben mir auch geschrieben, meine Eltern haben hart gearbeitet und Steuern gezahlt. Und wenn nicht, also ganz ehrlich, ich finde, es gibt in Deutschland schon auch das Recht, oder viele, die arbeitslos geworden sind, sind das nicht freiwillig geworden. Viele, die nicht Deutsch gelernt haben, weil sie irgendwie zwei Schichten am Fließband gemacht haben, das kann man den Leuten nicht alles vorwerfen. Also mich hat ein bisschen selber geärgert, dass wir sofort wieder in diesen Reflex verfallen sind, zu sagen, aber wir sind doch voll toll und wir tun doch voll viel fürs Land. Und wie kann man sowas sagen, statt irgendwie zu sagen, hat wieder mal ein Rechtspopulist oder Extremist irgendeinen Blödsinn rumgepupst? Naja, okay, in diesem Fall war es der Rechtspopulist oder der AfD-Politiker. Letztes Jahr war es der Ex-Präsident Gauck, der die Generation der Gastarbeiter der ersten Generation dafür verurteilt hat, dass sie nie die Sprache gelernt haben. Also es ist ja wirklich aus allen, aus der CSU, du hast ja die Bekanntschaft oder nicht die Bekanntschaft mit Herrn Seehofer gemacht. Es ist ja nicht so, dass, also es ist ja tatsächlich ein Gefühl da, dass diese Zugehörigkeit nicht selbstverständlich ist, dass man sie heute nicht selbstverständlich hat. Das auch, aber ich glaube, da geht es vor allem darum, dass wir, und damit ist bis in die x-te Generation gemeint, dankbar zu sein haben, und zwar ganz egal, was passiert. Also wir haben nicht unseren Mund aufzumachen und gewisse Dinge zu sagen oder frech daherzukommen. Und ich finde es schon auch interessant, dass also meine Kolumne wird als frech wahrgenommen oder als ganz schön dreist. Ja? Niemand würde Sascha Lobo sagen, Mensch, der ist aber ganz schön dreist. So, das ist eher so das kleine Migrantenkind, das sich jetzt sozusagen traut, da auch mal zu sagen, hallo. Also ich meine, dein Titel ist ja, immer, ja auch schon sehr, ne? Hört auf zu fragen, ich bin von hier, so basta. Ausrufezeichen. Ja, aber ich, also ehrlich gesagt bin ich selber manchmal überrascht, wie wenig weit der Diskurs schon ist. Ich dachte, der Titel, der hätte vielleicht vor 20 Jahren gezogen, aber der ist so kalter Kaffee. Mhm. Und es gab ja quasi nur über diese Geschichte, darf man jetzt noch fragen, wo jemand herkommt oder nicht, eine bundesweite Debatte. Mhm. Also ja. So, ich weiß nicht alle hier. Wissen, du hast ja den Hashtag, genau, von es hier wissen nicht alle, dass es mit dem Buch und mit dem Hashtag zu tun hat, aber alle, egal wen man anspricht in Deutschland, alle haben diese Debatte mitbekommen. Und das heißt, also ich hätte gedacht, oder anders, die Gastarbeiter haben schon gesagt, ich mag nicht 15 Mal die Woche erklären, wo ich herkomme und dann irgendwie über Antalya und Börek sprechen, also in meiner Blutslinie sozusagen. Das ist ja bei jeder Gruppe nochmal ein anderes Klischee, das dann durchgenudelt wird. Ich würde gerne einmal die Perspektive wechseln. Du schreibst, Deutsche haben ein Wahrnehmungsproblem. Man tut so, als ob man entscheiden könnte, ob wir Migranten haben wollen. Sie sind längst da. Wahrnehmungsstörung. Warum glaubst du, dass die Mehrheitsgesellschaft das nicht wahrhaben möchte? Weil wir so darüber reden, wie wir darüber reden. Also weil bis heute tatsächlich, also einerseits ist völlig klar, wir hatten in Deutschland noch nie eine offene, laxe, menschenfreundliche Migrationspolitik. Es war immer klar, es darf nur kommen, wer bestimmte Kriterien erfüllt und nützlich ist. Oder Asyl beantragt bzw. Schutz bekommt. So, also geflüchtet. Aber es gibt diese Variante nicht, dass man sagt, hey, kommt erst mal und dann schauen wir mal. Oder laden wir doch mal Künstler aus aller Welt ein oder so. Ne? So, wir wollen nur, also es ist, der Diskurs ist ja immer, sie sollen uns was nützen. Nützen die uns auch. Und trotzdem, und das ist ja das Paradoxe, wollen wir Dankbarkeit. So, also wir holen Gastarbeiter, die dürfen nichts, sollen aber und kosten nur halb so viel wie die deutschen Arbeiter. Und dann sollen sie noch dankbar sein. Und die Kinder sollen jetzt auch noch dankbar sein. Und da soll sich jetzt bitte keiner beschweren. Also ich spitze natürlich zu, weil das ist natürlich nicht die Perspektive von allen Menschen. Aber so wie oft ich, und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wie oft ich höre, kehr doch mal vor deiner eigenen Haustür. Und damit ist gemeint, ich soll mich irgendwie um die türkischen Debatten kümmern. Das ist absurd. Mhm. Sie haben auch gerade bestätigt, dass Sie auch die Anfeindungen bekommen. Wie gehen Sie damit um? Also ich bekomme, glaube ich, nicht so viele wie Ferda, weil ich auch zu anderen, ja, genau, ich auch zu anderen Themen schreibe. Und
Ja, wie gehe ich damit um? Gute Frage. Trifft sie das? Wen trifft das nicht? Also ich glaube, das kann niemand von sich sagen, dass rassistische Beleidigungen oder Ähnliches an einem so vorbeigehen. Hängt davon ab, glaube ich, auch vom Einzelfall. Also kann man so pauschal schwer sagen, ja, weil manche sind einfach so dumm, da kann man einfach fast nur drüber lachen. Aber ich habe natürlich auch schon Drohungen bekommen und da wurden auch schon Ermittlungsverfahren eingeleitet und hat auch schon der Staatsschutz ermittelt und ja, von Reichsbürgern habe ich auch was bekommen und so, ja, klar. Und da reden wir ja jetzt schon wirklich seit so vielen Jahren darüber, seit Jahrzehnten. Ich habe, glaube ich, meine erste Morddrohung 2011 bekommen und war beim BK. Also es ist wirklich, es ist so eine Never-Ending-Story. Es ist wirklich wie so eine Zeitschleife. Man tritt immer auf die gleiche Stelle. Ich würde gerne von Ihnen, Herr Oppong, wissen, Sie sind ja als Investigativjournalist auch tätig, Sie sind Dozent. Wie können wir denn weg von dieser Diskussion kommen und nach vorne blicken? Was könnte man zum Beispiel jetzt in dieser Diskussion, wir wissen, es gibt diese Anfeindungen, wir wissen, dass es Rassismus gibt, wir wissen, dass es nicht die gleichen Chancen gibt für Migranten, das sind ja alles Fakten, die da sind. Was könnte der nächste Schritt sein, um eine Entwicklung nach vorne zu machen? Ich glaube, wir müssen die Diskussion auf eine neue Ebene heben. Ich glaube, die Diskussion orientiert sich immer an so alten Kriterien, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, wir müssen einfach dahin kommen, dass wir eine multikulturelle, multiethnische Gesellschaft sind. Und ich finde, morgen sollte es gar nicht mehr Thema sein, ob jemand, wo jemand geboren ist, wie jemand aussieht, welche Konfession jemand hat. Aber wir sind noch sehr in diesen Schubladen-Schemata verhaftet. Zum Beispiel, das schreibe ich auch in meinem Buch, als ich in Frankreich studiert habe, da wurde ich nie gefragt, wo kommst du her? Ja, da war das irgendwie vielleicht sehr verständlich. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass Deutschland und Frankreich zwei Länder sind, die man sonst relativ gut vergleichen kann. Gut, Frankreich hat eine andere Geschichte. Da leben auch mehr schwarze Menschen insgesamt. Aber ich glaube, wir müssen einfach davon wegkommen, von diesem. Also es sollte in Zukunft einfach normal sein, dass man anders aussieht oder irgendwo herkommt. Das sollte gar nicht mehr Thema sein. Und dann wird sich auch die Debatte verändern. Du schreibst, wir müssen uns einmischen. Wie mischt man sich ein? Ich überlege gerade, wo ich das geschrieben habe. Aber soll ich es dir raussuchen? Ja, aber sag, ehrlich gesagt, also wir ein sind Wörtchen ja mitreden, wir müssen uns einmischen, wir müssen uns mehr einmischen. Ja, nö, eigentlich sage ich, wir reden jetzt ein Wörtchen mit und damit müsst ihr klarkommen. Mhm. Aber, und das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit tatsächlich, dass, neulich hat jemand gesagt, warum wird immer gesagt, jetzt muss man den einen Kuchen mit mehr Leuten teilen. Es gibt doch viele Kuchen, ich finde, das stimmt, aber abgesehen davon ist, was sich verändert hat, ist schon, dass viele Leute wie wir jetzt eben Bücher schreiben oder lauter werden und auch nicht mehr wegzukriegen sind. Also man konnte ja früher irgendwie, also wo will man uns denn wegtun sozusagen, weg? Man kann uns vielleicht aus dem Job mobben oder so, aber es gibt irgendwie keine Alternative mehr. So, wir sind einfach, Deutschland hat sich, die Schwierigkeit bei diesen Debatten ist ja immer, dass dieses Bild, so in den 70er Jahren war Deutschland eigentlich ein total weißes Land oder in den 60ern oder in den 50ern, ist nicht richtig als der, aber das, da könnte ich ja stundenlang drüber reden, ne? Jan Plamper hat hier ja sein Buch vorgestellt, Das neue Wir. Und er ist Migrationshistoriker oder Historiker und hat eben dieses Buch über die deutsche Migrationsgeschichte geschrieben. Und als die Nazis sozusagen, wie sagt man, abgeschafft wurden, weg waren, wie auch immer die korrekte Bezeichnung ist dafür, also als das vorbei war, haben ein Viertel der Menschen, die in Deutschland gelebt haben, waren Ausländer, weil ja niemand mehr da war. Und man hat auch damals, also es ist gar nicht möglich, sich vorzustellen, es gibt so eine ethnisch reine, völkische, weiße Einwohnerschaft. So. Und von diesem Bild wegzukommen, das ist der Trick. Und das hat mit, finde ich, mit, da reden wir ein Wörtchen mit, nicht zu tun. Diesen Schalter im Kopf umlegen, den müssen alle zusammen. So. Okay, aber dieses Einmischen, ich würde noch mal gerne auf dieses Einmischen kommen. Was bedeutet das konkret? Also wir müssen uns mehr einmischen. In welchem Bereich? Wie können wir das? Überall. Also das ist genau der Punkt. Deswegen, ich finde, für mich wäre Bundeswehr überhaupt nichts. Wäre ich ein Mann oder wäre ich früher gezwungen worden, mich zu entscheiden, hätte ich wahrscheinlich Zivildienst gemacht. Aber ich bin wahnsinnig froh, dass Leute wie Nariman dabei sind und
A, dafür sorgen, dass da nicht zu viele rechtsextreme Netzwerke agieren und zweitens einfach schon durch ihre Präsenz. Also es ist so anstrengend für Nariman, was sie tut, eben weil sie eine der Ersten ist. Wenn es schon so viel mehr gegeben hätte, dann gäbe es eben in der Kantine auch ein, also naja gut, vielleicht gibt es auch mal ein vegetarisches und veganes Gericht, aber dann hat man es vielleicht auch im Kopf und hat immer auch eine Alternative oder vielleicht auch mal koscher. Wir sagen ja immer, wir leben in einem jüdisch-christlichen Abendland, da könnte man doch auch mal in jeder Kantine, also ich habe zumindest noch nie in einer Kantine koscheres Essen gesehen, aber fände ich super. Also das alles mal mitzudenken. Und wir müssen natürlich erstmal da präsent werden und mitreden, wo es am sichtbarsten ist. Das heißt, in der Politik, in den Medien, was gibt es noch? In der Bundeswehr, Bildung, ihr seid nicht so sichtbar. In der Bildung, natürlich. Lehrkräfte, öffentlicher Dienst, genau. So. Okay. Von hier, du hast ein ganzes Buch darüber geschrieben, von hier. Bitteschön. Ich lese mein Lieblingskapitel vor. Es heißt Deutsche, wie sehen Sie aus? Wenn ich sage, meine Eltern kommen aus der Türkei, höre ich häufig, beide? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Sie sehen gar nicht türkisch aus. Manchmal kommt noch hinterher, sie könnten auch Französin oder Spanierin sein. Ich glaube, das ist als Kompliment gemeint. Türkisch aussehen heißt offenbar schwarze Haare, dunkle Augen, dunkle Haut. Falls Sie mal in der Türkei waren, wissen Sie, dass zwar viele so aussehen, aber viele auch nicht. Dunkle Haare, dunkle Haut ist ein Klischee. Genauso wie unsere Vorstellung von typisch deutschem Aussehen. Blond und blauäugig. Schon absurd, dass wir immer noch an diesem Bild hängen. Dabei waren sich schon die Nazis nicht zu blöde, den Prototyp der deutschen Herrenrasse falsch zu zeichnen. Groß gewachsen, mit blondem Haar und hellen Augen. Falsch deswegen, weil die meisten Einheimischen von Natur aus keineswegs so aussehen. Markus Söder zum Beispiel. Der Führer zum Beispiel. Nicht sonderlich groß, dunkel behaart und mit Schnauzer glich Adolf Hitler eher dem Stereotyp eines Anatoliers als einem Arier. Gut, er war auch kein Deutscher, er war Österreicher, aber der vermeintliche Anatolia-Look fand sich auch bei anderen in seinem Kabinett. Wann verinnerlichen wir in Deutschland endlich, dass man Ausländer und Deutsche nicht an ihrer Physiognomie erkennt? Wie kann es sein, dass wir noch immer so einen primitiven Blick auf Menschen haben? An Aussehen und Namen kann man vielleicht, aber wirklich nur vielleicht, ableiten, wo die Vorfahren herkommen. Doch da stellt sich die Frage, warum sind wir so fixiert auf die geografische Herkunft der Gene? Und was sagt das über die Person aus? Eigentlich nichts. Denn alles, was wir meinen über Menschen aus der Türkei, aus Syrien, Polen, Russland, Vietnam und so weiter zu wissen, sind Klischees. Pauschale Zuschreibungen. Die müssen nicht unbedingt falsch sein, aber sie gelten eben auch nicht für Millionen von Menschen gleichzeitig. Falls Sie finden, die ethnische Herkunft interessiert mich eben, sie ist nun mal aufschlussreich, dann wäre ich vorsichtig. Das Einzige, was die sogenannte Ethnie Ihnen mit Sicherheit verraten kann, ist, welche kulturelle Stigmatisierung Sie mit ihr haben. So, ich habe vergessen, meine Brille. In diesem Sinne würde ich gern mal einen Tipp für VeranstalterInnen loswerden, der auf persönlichen Erfahrungen beruht. Es muss nicht bei jeder Runde, die irgendwas mit Türken oder Türkei zu tun hat, Baklava und Börek serviert werden. Ich weiß, das gilt als Zeichen von interkultureller Kompetenz. Aber stellen Sie sich vor, Sie würden in China leben und jedes Mal, wenn Sie und andere Deutsche zu einer offiziellen Veranstaltung kämen, gäbe es Rippchen mit Sauerkraut, weil man ja weiß, dass Deutsche das gerne essen. Das ist nett gemeint, aber irgendwie auch peinlich. Sie wären überrascht, wie oft Klischees nicht stimmen. Wenn Freunde aus der Türkei zu Besuch kommen, wollen die meisten erstmal eine Currywurst probieren. Aber während sich Türken in Deutschland aufhalten, versuchen viele Einheimische, sie davor zu schützen, Schweinefleisch zu essen, weil sie denken, das sei in ihrem Sinn. Eine Journalistin aus der Türkei erzählte mir vor kurzem lachend, jemand hätte ihr bei einem Empfang ein Schinkenbrötchen aus der Hand geschlagen und geschrien, das ist Schwein.
Noch immer gibt es die weit verbreitete Annahme, dass bestimmte Leute in eine bestimmte Gruppe gehören, weil sie bestimmte Wurzeln haben und dass damit bestimmte Verhaltensmuster verbunden sind. Von dieser Wurzeltheorie halte ich nichts. Zum Glück, und das ist wohl der Fortschritt, reden wir nicht mehr von Rassen und Herrenmenschen und deutlich weniger von Volk und Nation, wobei diese zwei Wörter langsam wiederkommen. Allerdings weisen viele kluge WissenschaftlerInnen darauf hin, dass die verpönten Begriffe eigentlich ersetzt wurden von Worten wie Ethnie, Herkunft, Kultur, Tradition und Wurzeln. Auch das sind rückwärtsgewandte starre Konzepte von Identität. Auch sie werden verwendet als pauschale Zuschreibung. Die Sache mit den ethnischen Wurzeln begegnet uns ständig. Sie hat damit zu tun, wie wir das Deutschsein verstehen. Wer ist deutsch und wenn ja, wie viele? Wenn wir ehrlich sind, drücken wir uns seit Jahrzehnten darum, diese Frage zu diskutieren. Dabei ist sie in einem Einwanderungsland total zentral. Die meisten Menschen glauben, dass wir uns, abgesehen von ein paar verirrten Neonazis, vom völkischen Denken verabschiedet haben. Doch das haben wir nicht. Nicht richtig zumindest. Wir kultivieren noch immer die Abstammungsnation. Völkische Denke ist bei uns sogar geltendes Recht. Das Bundesvertriebenengesetz ist unter anderem dazu da, um deutsche Volkszugehörige aus dem Ausland zurückzuholen. Es ermöglicht Menschen, in die deutsche Heimat zurückzukehren, auch wenn ihre Vorfahren seit vielen Generationen in Osteuropa oder Asien gelebt haben. In § 6 wird definiert, wer dazugehört. Deutscher Volkszugehöriger im Sinne dieses Gesetzes ist, wer sich in seiner Heimat, also im Ausland, zum deutschen Volkstum bekannt hat, sofern dieses Bekenntnis durch bestimmte Merkmale wie Abstammung, Sprache, Erziehung, Kultur bestätigt wird. Das ist interessant. Wir belohnen die Volksdeutschen also dafür, dass sie im Ausland über Generationen hinweg die Integration verweigert oder zumindest ihr Deutschsein gut konserviert haben. Bei Türken und Arabern in Deutschland werden wir dagegen schon unruhig, wenn sie in der zweiten oder dritten Generation noch einen Bezug zum Herkunftsland ihrer Eltern aufweisen. Wir sind auch nicht begeistert, wenn migrantische Eltern großen Wert darauf legen, dass ihre Kinder zweisprachig aufwachsen. Es sei denn, die zweite Sprache ist Französisch, Spanisch oder Englisch. Interessant ist auch, bei Volkszugehörigen fragen wir nicht nach dem Bildungsgrad oder ob die Wolgadeutschen kulturell zu uns passen. Es gilt die Erwartung, wer von Deutschen abstammt, kann sich problemlos integrieren. Die AussiedlerInnen und Spätaussiedler haben in der Tat den Vorteil, dass viele schon bei der Ankunft Deutsch konnten und die Staatsbürgerschaft erhielten. Aber dass es deswegen problemlos läuft, ist natürlich Quatsch. Auch sie haben Schwierigkeiten mit dem Ankommen In ein neues Land umzuziehen ist immer hart. Und viele leben unter prekären Bedingungen. Da wir aber nicht nur das Deutschsein, sondern auch die Integration in einer Abstammungslogik betrachten, nehmen wir die Probleme einseitig wahr. Mit den einen gibt es Stress, mit den anderen nicht. Wir haben den Eindruck, dass es nur Probleme mit Menschen aus bestimmten Kulturkreisen gibt, nämlich mit den Nicht-Deutschen, Nicht-Christlichen, Nicht-Europäischen. Genauer gesagt, vor allem mit Muslimen. Integrationsschwierigkeiten von Russlanddeutschen und anderen laufen bei uns völlig unter dem Radar. Vermutlich ein großer Vorteil. Im Windschatten der Integrationsproblemzone kann man bestimmt besser ankommen als die Geflüchteten aus Syrien, die erst einmal beweisen müssen, dass sie nicht alle Frauenschänder sind. Wenn mir früher in einer Bewerbung auch nur ein Rechtschreibfehler durchgerutscht ist, warf das die Frage auf, kann die überhaupt Deutsch? Obwohl da steht, dass ich in Deutschland geboren bin. Schon toll, wenn die Aufnahmegesellschaft nicht von vornherein ans Scheitern denkt, sondern mit einer Das-wird-schon-Haltung rangeht. Warum sind wir nicht bei allen Einwanderern so zuversichtlich? Oh, sehr schön. Vielen Dank. Ich würde gerne eine letzte Frage stellen und dann fürs Publikum öffnen. Und zwar die letzte Frage in dieser Reihe, in diesen vier Punkten, die ich am Anfang gesagt habe, nämlich,
Welche Perspektiven brauchen junge Menschen? Ich weiß, dass du in eurem Verein, ihr habt ein Mentoring-Programm, ihr unterstützt junge Journalistinnen und Journalisten dabei bei der Arbeit. In der Bundeswehr wird es sicherlich auch junge Menschen geben. Ich denke mal oder ich vermute mal, dass es in der Zukunft noch mehr Migranten in die Bundeswehr ziehen wird. Sie arbeiten auch im journalistischen Bereich, Sie sind Dozent. Sie können sich jetzt aussuchen, ihr könnt euch jetzt aussuchen, wer anfängt. Welche Perspektiven brauchen junge Menschen heute, 2019? Also, ich verstehe das jetzt nicht unbedingt als welche Angebote ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schwierigkeiten damit, weil ich, je länger ich mich mit dem Thema beschäftige und vor allem seit letztem Jahr, seit diesem Mesut Özil-Schock, das Gefühl habe, die Integrationsmühre ist futsch. So. Also ich weiß gar nicht mehr, wohin rennen, weil es ist so ermüdend und am Ende des Tages macht man dann vielleicht doch irgendwann einen Fehler und ist eh wieder rausgeflutscht sozusagen. Also eigentlich finde ich, ist das, was wir jetzt brauchen, tatsächlich mal dieses so ein neues Mindset. Also 2020 am 1.1. jährt sich das Staatsangehörigkeitsrecht, also das Neue, die Staatsangehörigkeitsrechtsreform von 2000 wird sich dann jähren. Und das war ja damals so der große Cut. Da haben wir gesagt, es ist nicht mehr ab heute nur noch Deutsch, wer von Deutschen abstammt, sondern auch, wer in Deutschland geboren wird. Und was ich glaube, was wir ganz dringend brauchen, damit Leute eine Perspektive haben, ist, dass das verstanden wird. So. Das ist aber ein Prozess. Das ist jetzt nicht so eine Hotline oder so, die man da machen kann, sondern das wird jetzt bedeuten, wir müssen wirklich ganz viel darüber reden, warum ein völkisches Verständnis von Zugehörigkeit völliger Bullshit ist. Und zwar nicht nur bei den ganz rechts außen, sondern so überall. Also genau die Frage, wie kann es sein, dass Marvin und wir alle drei oder wir alle vier wahrscheinlich sogar für unser Deutsch gelobt werden? So, wenn das nicht mehr passiert, sondern wenn es eher andersrum ist, dass man denkt, ah, oh, guck mal, 20 Jahre hier hat noch nicht geklappt, da ist irgendwas nicht gut gelaufen. So müsste es ja eigentlich sein. Namina? Müssen sich Strukturen ändern? Strukturen definitiv. Man muss es auch zeigen. Also ich sage auch mal bei der Bundeswehr, man muss zeigen, wie wir aussehen. Wir sind da nicht sichtbar. Also wenn es jetzt den Verein Deutscher Soldat nicht gäbe, wär es nicht sichtbar, wie vielfältig, wie divers die Truppe eigentlich ist. Das ist ja für die meisten, wie du vorhin auch gesagt hast, ne? Offizier, Muslime, Eltern kommen aus Marokko. Das ist ja dann in der öffentlichen Wahrnehmung, oh, ein UFO. Aber das ist nicht so. Das ist in der Truppe gelebter Alltag. Also wir haben im einfachen Dienst, haben wir Kameraden und Kameraden einen Anteil von 25%, die Migrationsgeschichte haben. Im mittleren und im gehobenen Dienst sind wir und im höheren Dienst bei 15%. Und das wird nicht gezeigt. Und dafür muss man muss auch die Bundeswehr viel in der Öffentlichkeit zeigen, wie die Truppe aussieht. Ich hatte dieses Jahr ganz viel Hoffnung. Es gibt so eine neue YouTube-Serie, das macht die Bundeswehr gerne mit Nachwuchswerbung. Die heißt Die Rekrutinnen. Ich denke, okay, schön. Jetzt gehen sie auf die Frauen zu, damit es endlich mal mehr Frauen gibt. Und dann war ich schlagartig enttäuscht, als ich den Teaser dazu gesehen habe. Alle blond, weiß und helle Augen. Alle. Alle Frauen. Und ich habe gedacht, wo bin ich? Warum sprechen Sie nicht wirklich die Generation an, wie sie wirklich aussieht? Ne? Wenn wir jetzt auf die aktuellen Zahlen schauen, ne? Würde die Einwohnerzahl herabsetzen, wenn man alle Menschen mit Migrationsgeschichte abziehen würde, ne, wären wir bei einer Einwohnerzahl von 60 Millionen. Ich komme aus einer Stadt, ne, Landeshauptstadt Hannover, die jetzt endlich einen Oberbürgermeister hat, der auch die Stadt repräsentiert, weil in Hannover hat jedes vierte Kind einen Migrationshintergrund. Und da haben wir jetzt endlich mal jemanden, der die Stadt repräsentiert. Also das ist schon mal ein Zeichen. Und da denkt man sich, okay, Hannover, normal, alles klar. Bundeswehr, weiß, blond, blaue Augen. Groß, 1,80 Meter, groß, kurzgeschorene, blonde Haare, Nazi. Das denkt man beim typischen deutschen Soldaten. Und das finde ich schade, so sieht die Truppe nicht aus. Das muss man sichtbarer machen. Und Perspektiven bietet man nur, wenn man das alles sichtbarer macht. Dann motiviert man junge Menschen und sagt, da finde ich mich wieder. Das kann ich auch machen, das kann ich auch schaffen. Sichtbarkeit. Herr Oppong? Ja, ich würde mich den Äußerungen anschließen. Ich würde sagen, Perspektive muss so aussehen, dass diese ganzen Problematiken, die wir jetzt beschrieben haben, es quasi einen Zustand geben muss,
in Abwesenheit dieser ganzen Dinge. Das wird, denke ich mal, schon ausreichen. Als Perspektive ist natürlich leicht gesagt, ja. Und zum Strukturellen, also ich glaube, das umfasst eben auch alle Bereiche. Es muss in allen Bereichen Änderungen geben, sowohl in der Gesetzgebung, in der Politik, in der Kultur, in den Medien, in der Armee vielleicht auch. Und das muss halt durch alle gesellschaftlichen Bereiche gehen, in meinen Augen. Vielen Dank. Jetzt sind Sie dran. Haben wir noch ein Mikro? Ja? Okay. Ich komme mal hier zur Seite, dass ich einmal den Überblick habe. Trauen Sie sich? Da, okay, bitteschön. Ja, wir haben heute nur über Migranten aus arabischen Ländern oder aus muslimischen Ländern gesprochen. Was ist denn mit den Migranten, die aus den westlichen Ländern kommen? England, Frankreich, Portugal, Spanien? Liegt das daran, dass die nicht zweisprachig sind, wenn sie hier in Berlin sind? Oder dass sie teilweise Geld mitbringen? Also teilweise, sage ich, im Gegensatz zu Leuten aus arabischen Ländern, die nicht so viel Geld mitbringen. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass wir jetzt nur über muslimische oder türkische oder arabische Migranten gesprochen haben. Wir haben natürlich jetzt hier drei Protagonisten sitzen, die den Hintergrund haben. Aber ich glaube, wenn wir von Migranten sprechen, sprechen wir von allen Migranten, oder? Ich habe keinen arabischen Hintergrund. Ich glaube, wenn bei hatten Sie noch eine Frage? Also warum? Okay. Haben Sie noch eine Frage? Okay. Also natürlich gibt es einen Unterschied. Migrant ist nicht gleich Migrant in der Wahrnehmung. Und die Tatsache, dass hier kein also Katharina Barley hat ja auch einen britischen Migrationshintergrund. Statistisch würde sie in dieses Viertel gehören, aber sie ist wahrscheinlich nicht von diesem ewig anders betroffen, weil sie Katharina heißt und weil man sie eben im Rassismusdiskurs, würde man sagen, weiß liest. Also sie wird wahrgenommen wie eine von uns. Ja? Das heißt, der Migrationshintergrund ist sowieso eine konstruierte Kategorie. Ich persönlich, und damit komme ich ein bisschen auch wieder auf deine Anfangsfrage, ich spreche in letzter Zeit auch deswegen gerne mal, also selber, vom Kanaken-Hintergrund, weil ich sagen würde, darum geht es am Ende des Tages. Wer wird anders wahrgenommen? Man kann es auch den Anders-Hintergrund nennen oder so, oder den Ausländer-Wahrnehmungshintergrund, was auch immer Sie es nennen wollen. Ich im Buch sage, es gibt Menschen, die werden migrantisiert und muslimisiert. In diesen 5 Millionen Muslimen, also wir haben ja heute von Muslimen gesprochen, Sie haben jetzt Araber und Türken genannt. Ich würde sagen, wir haben überhaupt nicht von Arabern gesprochen. Wir haben ja eigentlich die ganze Zeit von Deutschen gesprochen. Aber genau das ist das Problem. Wir haben von anderen Deutschen gesprochen, von der Biografie von Menschen, die, also ich glaube, wir sind alle hier geboren. Ne? Nee, ich bin nicht hier geboren. Ich bin die Einzige, die nicht. Du bist die Ausländerin in unserer Ich bin die Ausländerin. Okay, deswegen darfst du auch nur moderieren. aber... So, natürlich macht es einen Unterschied. Und es gibt so die halb dänische Person, die wird keinen Rassismus erfahren, sehr wahrscheinlich. Es sei denn, das Dänische ist trotzdem ein schwarzer dänischer Hintergrund. So. Das muss man schon benennen. Und deswegen fällt es mir auch schwer, zum Beispiel zu sagen, ein Viertel der Bevölkerung macht Rassismuserfahrungen. Wir wissen nicht genau, wie viele das sind, weil ja auch viele Menschen, die Rassismuserfahrung gar keinen Migrationshintergrund haben. Es kommt ja am Ende des Tages kommt es nur darauf an, welchen Namen hast du, wie wirst du wahrgenommen und wirst du als deutsch-christlich-weiß wahrgenommen oder eben nicht. So. Und da ist es total wurscht eigentlich, wo die Leute herkommen. Aber wenn sie mögen, können wir auch, also ich kenne auch Briten, die genervt sind von der Frage, wo kommst du her? Weil sie denken, Mensch, ich lebe jetzt hier seit 20 Jahren. Und darf ich genauso lange antworten gleich? Ja, selbstverständlich. Ja? Super. Also ich finde das einen wichtigen, guten, interessanten Punkt. Ich kannte mal jemanden, der sprach in dem Zusammenhang immer von Edelausländern. Ich finde das einen sehr, sehr treffenden Begriff, weil ein Niederländer und Schweizer ist ein Edelausländer. Die hat man sogar gerne, weil die ja mehr Geld haben. Schweizer zum Beispiel. Und das ist für mich in meinen Augen der Beweis, dass es dann am Ende des Tages dann doch eigentlich nicht um die Nationalität geht, sondern um andere Dinge, zum Beispiel die Ethnie oder den sozioökonomischen Hintergrund oder Ähnliches. Und wahrscheinlich auch viele, viele Zuschreibungen, die man im Laufe der Jahre über diese Personen eben auch wahrgenommen hat oder sich verfestigt haben über Muslime, diese negativen Zuschreibungen.
Zu den Engländern wollte ich was sagen. Ich habe einen sehr guten englischen Freund und der ist immer wahnsinnig genervt, dass er hier kein Deutsch lernt. Der lebt seit 20 Jahren hier und lernt kein Deutsch, weil alle Deutschen immer mit ihm Englisch sprechen wollen, um ihr Englisch zu verbessern. Also es ist auch ein Problem der Engländer und der Englischsprachigen. Bitte schön. Ja. Ich wollte nur ganz kurz sagen, die letzte Veranstaltung war eine Kritik andersrum. Nämlich, wir hatten jemanden, der aus Deutschland nach Dänemark ausgewandert ist und versuchte, Däne zu werden. Und eine Britin, die Großbritannien entflohen ist, um in Deutschland Deutsche zu werden. Und da war die Debatte, wie funktioniert einfach auch Migration und Staatsbürgerschaft innerhalb der Europäischen Union. Das war die Diskussion. Und da war aus dem Publikum dann genau diese Kritik, wieso sitzen nicht andere Migrantinnen und Migranten, genau, sondern nur europäische. Ich wollte nur sagen, das hatten wir bei der letzten Veranstaltung und jedes Podium ist einfach eingeschränkt. Ja? Okay, wir gehen weiter. Wir haben hier noch eine Wortmeldung. Ich würde probieren, kurz einen anderen Aspekt einzubringen. Ich bin 44 Jahre alt und halb Italiener und habe in meiner Kindheit vor allem das komplette Spektrum an Schimpfwörtern, die es da gibt, abbekommen. Also Spaghettifresser, Ithaka und so weiter. Meine Wahrnehmung ist aber, dass das heute nicht mehr aktuell ist. Also sprich, dass sich in Deutschland tatsächlich was getan hat und Italiener nicht mehr in dem Maße als Ausländer gesehen werden. Jetzt frage ich mich, und das wäre eine Frage, die ich an Sie hätte, ist das sozusagen ein hoffnungsvolles Zeichen, dass wir in 30 Jahren da sitzen und sozusagen dieses Problem sich dann erledigt hat, weil man sich daran gewöhnt hat, dass Leute, die anders sind, hier angekommen sind? Oder woran könnte das liegen? Oder liege ich komplett falsch und Italiener werden immer noch diskriminiert? Ich krieg's nur nicht mehr mit. Nee, also ich kann Ihnen nur sagen, dass wir Türkischstämmigen übrigens sehr, sehr neidisch auf Sie Italiener sind, weil Sie es nämlich geschafft haben, die Deutschen zu integrieren in Ihrem eigenen Land mit Espresso und Dolce Vita und Pizza und Pasta. Und da gucken wir Türken immer so ein bisschen neidisch drauf, dass Sie das geschafft haben. Übrigens, die Statistiken... Wir haben den Döner, ja? Der Döner sticht die Pizza. Die Statistiken sagen übrigens, dass die italienischstämmigen Schulkinder genauso schlecht in der Schule sind wie die türkischstämmigen. Also im Grunde, sie sind auch nicht besser integriert, muss ich Ihnen leider jetzt sagen, die italienischstämmigen. Aber sie haben ein besseres Image. Hast du die Frage beantwortet? Bitte? Freizügigkeit, das ist etwas anderes. Ach so, das ist etwas anderes. Ja. Können Sie das vielleicht erklären? Nein, wir leben in Europa und in der EU. Das ist ein Zusammenschluss, in dem die Menschen Freizügigkeit genießen. Das heißt, sie migrieren nicht, sie wandern nicht. So, sie können einfach durchfahren, ohne dass sie irgendjemand nach irgendwas fragt. Das ist ein ganz anderer Status. Das stimmt zwar, aber vielleicht wissen Sie, dass Menschen aus Polen in Deutschland auch nicht gerade das beste Image genießen und dass wir, als die Freizügigkeit nach Richtung Polen in Kraft treten sollte, Panik hatten, unser Sozialstaat könnte jetzt untergehen. Und wir haben so ein bisschen versäumt, auch das Gleiche mit Rumänien und Bulgarien. Also da gibt es schon durchaus Gefälle und es ist nicht so, dass alle, die die Freizügigkeit genießen oder EU-Bürger sind, dass das sozusagen schon flutscht, würde ich mal sagen. Aber Sie haben natürlich recht, es ist vom System, also es ist einfach einfacher. Und noch eine Sache vielleicht, bei den Italienern, das Spannende ist ja, meine These ist, so werbe ich auch gerne in der Politik, hätte man, also der Unterschied zwischen Italienern, Spaniern und türkischen Gastarbeitern ist, die Italiener und Spanier sind überwiegend wieder gegangen, weil sie ja wussten, sie können auch wiederkommen. Sie haben ja Freizügigkeit. Genau, das ist der entscheidende Punkt. Türken kleben an ihrer Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland, weil wenn sie 6 Monate, egal ob sie schon 50 Jahre hier leben, wenn sie 6 Monate Deutschland verlassen mit einem türkischen Pass, dann können die nicht wiederkommen. So. Das heißt, niemand von denen wollte mehr freiwillig gehen und man heiratet und holt noch Leute nach, so gut es geht. Das hat dieser Status hat einen wahnsinnigen Unterschied ausgemacht. Und natürlich, also ich glaube, es gab so einen ganz kurzen Zeitpunkt, als das mit der Flüchtlingskrise, die gar keine, Entschuldigung, wie nennt man denn das? Als 2015 viele Geflüchtete kamen, aus vor allem Syrien, war es so, dass ganz kurzzeitig so ein Upgrade der Türken sichtbar wurde, für so einen ganz kurzen Moment. Und zwar saß da der Innenminister, damals Thomas de Maizière, in der Talkshow. Warst du da auch dabei?
irgendwie. Und dann sagte er, ja, mit den Türken hatten wir ja keine Probleme, die Araber machen Probleme. Diesen Satz habe ich mir ausgedruckt, eingerahmt, an die Wand gehängt, weil ich, aber das ist schon wieder vergessen, weil dann kam Erdogan, dann kamen andere Sachen, das ist jetzt alles wieder vorbei. Aber so wir hatten mal so 4 Wochen. War es nur 4 Wochen? Upgrade oder so. Und dann war doch nicht, weil die politischen Umstände. Also es entscheidet der Diskurs, würde ich sagen. Nee. Aber ich muss nochmal sagen, es waren nicht nur 4 Wochen, dann kam Köln, Silvester, ne? Und dann waren die meisten Türken den Marokkanern sehr dankbar, dass jetzt die Marokkaner die Bösen sind. Das hat sich aber auch so durchgezogen, ne? Ein Jahr später waren es dann die Nafris, ne? Also. Okay. Herr Obong, Sie wollten noch was sagen? Ich wollte nur an einem kleinen Punkt einhaken, würde man sagen, weil die Freizügigkeit wurde erst mit dem Vertrag von Maastricht 92 eingeführt und als die sogenannten Gastarbeiter nach Deutschland kommen, gab es die ja noch nicht. Wollte ich nur ergänzen. Okay. Sie hatten, glaube ich, auch noch eine Frage mit der Perspektive. Können Sie die noch mal das war eigentlich Ihre eigentliche Frage, auf die wir eingehen wollten. Ja, meine Frage zielte darauf, wie kann man die Loslösung von oder die Ablösung dieses Problems erreichen, wie es ja aus meiner Sicht bei den Italienern funktioniert hat. Ich meine, Essen ist, glaube ich, tatsächlich ein Argument, aber es ist eben auch kein schlagendes Argument, weil es wird mehr Dönerfleisch verkauft als Burger bei McDonald's. Aber also ich bin da selber auch ratlos, aber vielleicht gibt es da irgendwelche Überlegungen, sozusagen, wie man von den Italienern, die im Übrigen wenn die inzwischen schulisch so gut integriert sind wie türkisch und türkischstämmige, dann ein bisschen aufgeholt haben, weil sie traditionell immer die schlechtesten Schüler waren. Aber was können wir aus dieser Geschichte lernen, wenn sie denn so stimmt? Also ich gebe immer gerne für diese Hoffnung, ne, ich habe diese Hoffnung ja auch, ne, gebe ich immer gerne das Beispiel unserer Nationalhymne. Die singt man nicht nur beim Fußball übrigens und nach der sollte man eigentlich auch leben, deswegen gibt es ja solche Nationalhymnen. Einigkeit und Recht und Freiheit. Ne. Wenn wir Einigkeit und Recht und Freiheit mehr leben würden, müssten wir uns solche Gedanken nicht mehr machen. Und das wäre auch so mein Appell an alle hier und an auch die zuschauen, mehr Einigkeit und Recht und Freiheit. Dann haben wir das vielleicht in 30 Jahren auch überwunden, und wenn es so lange dauern muss. Ich glaube, dass der Upgrade sehr stark damit zu tun hat, dass der Fokus extrem auf Muslime und Islam gewandert ist. Das ist das eine. Das andere ist, man muss einfach sagen, die meisten, also das meine ich jetzt gar nicht scherzhaft, die meisten Italiener sind wieder gegangen. Ich weiß nicht, ob, wenn es hier knapp 3 Millionen Italiener gäbe, ob dann wir das auch so positiv entspannt mit dem Upgrade wahrnehmen würden. Aber so ist es halt irgendwie ein Luxusproblem. Also alle pro Viertel sozusagen ein Italiener, der tut nicht weh. Aber man kann natürlich, also es kann sein, dass es ein Upgrade gibt. Das Problem heißt ja nur, das hat sich ja abgelöst. Eine andere Gruppe hat sozusagen ein noch schlechteres und es kommen immer wieder Gruppen von hinten nach oder wie auch immer man es nennen will. Und das kann nicht die Lösung sein. Also dass man hofft, dass man irgendwie, vielleicht, dass wir Türken, puh, irgendwann endlich eben, dass der Innenminister den Satz nochmal sagt, dass es mit uns nie Probleme gab und so. Aber jetzt mit den Arabern, wir müssen lernen, dass Migration nicht das Problem ist, sondern ein Teil der Lösung. Dass wir entspannter damit umgehen und dass wir mit dem Problem, die es auch gibt, umgehen, wie man halt mit Problemen umgeht. So. Aber diese Idee, wenn ich weniger Migration habe, dann geht es unserem Land besser, die stimmt von vorn und hinten nicht und davon müssen wir einfach wegkommen. Okay, da ist eine Wortmeldung. So, guten Abend. Ich kann auch ein bisschen husten, entschuldigen Sie. Ich will mal ein bisschen von meiner Erfahrung noch mal erzählen. Ich unterrichte Mathe und technische Mathematik und ich bin stolz darauf, dass die Leute mich immer fragen, bis dahin bin ich gekommen. Und dann, wenn die jetzt Eltern zu mir kommen, sie sagen, oder viele fremde Leute, die auf die Straße mich fragen, was machen Sie denn hier? Ich sage mal, ich unterrichte an der Schule. 90%, das ist dann so, das ist dann, in welche Schule kann man das hier Arabisch lernen? Da frage ich mal, wie kommen Sie darauf? Wie kann man dem Arabisch, wo kann man das Arabisch dann unterrichten? Wie ist denn das? Wo wollen Sie hin? Ja, aber woher kommen Sie denn dann? Ich sage mal, fragen Sie mich, wohin ich gehe. Wo wollen Sie hin?
Also das sind meine Erfahrungen, was ich Ihnen sagen will. Ich habe auch, Frau Attermann, ich habe 2 Jahre in Stuttgart gearbeitet, da bin ich geflüchtet. Von Stuttgart bin ich geflüchtet, bin ich nach Berlin gekommen. Ich wollte mal sagen, einfach, das ist meine Erfahrung. Also die haben nie frei. Also dann, wenn sie so weitergehen, dann sage ich mal, okay, ich quäle ihre Schüler mit ihre Kinder mit Mathematik. Dann, oh, quälen können sie auch machen. Ja, natürlich können sie auch quälen. Okay. So, das ist meine Erfahrung. Das ist sozusagen die Reaktionen darauf. Das wollten Sie, glaube ich, beschreiben, wie man auf gewisse Stigmatisierungen oder auch Zuschreibungen reagiert. Wir haben da hinten noch eine Wortmeldung. Ich bin vor 2 Jahren zurückgekommen nach Deutschland, nach 20 Jahren im Ausland. Und ich fand eigentlich, dass Deutschland sich in dieser Zeit sehr verändert hatte. Ich bin gekommen und habe gesehen, dass da im Bundestag es viel bunter geworden ist, als es war, als ich in Mitte der 90er Jahre das Land verließ. Und, darf ich fragen, wohin Sie das Land verlassen haben? Ich habe 20 Jahre in der Türkei gelebt, okay. In Istanbul gelebt und gearbeitet und war da sehr gut integriert, die Sprache gelernt. Mein Sohn ging da auf die Schule und war zweisprachig aufgewachsen. Ich habe Steuern gezahlt und ich war trotzdem immer Ausländer. Und die Frage, Nerlesin, woher kommst du, die habe ich bestimmt 20 Mal, vielleicht noch öfter als Sie, gehört. Und ich wollte in dem Zusammenhang doch davor warnen, bestimmte Sätze oder bestimmte Fragen verbieten zu wollen, weil ich denke, es kommt wirklich auf die Intention an. Man kann das sehr freundlich fragen, man kann neugierig sein und man kann es auch bösartig meinen. Und ich glaube, es bringt nichts, wenn man versucht, jetzt zu sagen, ja, das darf man sagen und das darf man so nicht sagen. Und also gerade diese Frage, woher kommst du, woher kommen sie, ich glaube, die kann man nicht aus der Welt schaffen. Es ist eine Frage, wie man damit umgeht, aber es wird uns überall begegnen. Und auch in England mit falschem TH geht sofort los, where are you from? Ja, bei einer Lesung haben wir kontrovers über die Frage diskutiert, ob man jetzt fragen darf, wo kommst du her oder nicht. Ich sehe jetzt hier, also genau diesen Vergleich habe ich schon mal in der Form gehört. Ich vermute jetzt mal, dass Sie aus Deutschland kommen und in Deutschland geboren sind. Ja. Okay. Ich bin auch Westfale, aber richtiger. Nein, shit. Auf jeden Fall. Nein, weil das Ding ist ja, wenn jetzt Ferda oder Frau Hamuti, ich wusste nicht, ob ich Hamuti oder Hamuti Reinke sagen soll, weil auf ihrem Buch, okay, alles klar, wir das gefragt werden, ist was anderes, weil wir sind ja hier geboren, ja, wir kommen nicht von irgendwoher. Wenn Sie jetzt aber in der Türkei gefragt werden, wo Sie herkommen, dann kommt Sie tatsächlich von woanders her. Und das ist ein ganz grundlegender Unterschied in der Frage. Ja, bei Ihrem Sohn würde ich dann sagen, dann ist die Frage auch nicht ganz angebracht, weil wenn er da geboren ist, ist er erstmal ein Türke. Ich kenne jetzt das türkische Staatsangehörigkeitsrecht, ich weiß jetzt nicht, ob man automatisch Türke ist, wenn man in der Türkei geboren wird, aber das ist was anderes, ja, weil er ist dann da geboren. Und deswegen finde ich, das ist ein ganz grundlegender Unterschied und das sind zwei völlig verschiedene Fälle, die man nicht miteinander vergleichen kann. Und ich glaube, das ist durchaus eine Art und Weise, im Gespräch zu bleiben. Und also ein stumm nebeneinander sitzen ist halt auch blöd, weil man denkt, man darf... Ich teile völlig Ihre Ansicht, dass es keine Denk-, Sprech- oder irgendwas Verbote geben soll, aber ich finde den Fall nicht ganz vergleichbar, muss ich sagen. Ich, Frau Nariman, ich glaube... Ja, also es ist nicht schlimm zu fragen, woher kommst du, aber dann, wenn ich sage, ich komme aus Hannover, dann ist auch ein Punkt dahinter. Wenn ich sage, ich bin Deutsche, dann ist auch ein Punkt dahinter und nicht, ja, aber wirklich so richtig. Na, das ist dann die diskriminierende Wende in dem Satz, in der Fragestellung. Und darum geht es uns ja. Warum müssen wir unser Deutschsein ständig einfordern? Warum können wir nicht einfach ganz normal Deutsche sein? Wir sind Deutsche. Also um Verbote geht es tatsächlich nicht. Und natürlich kann jeder und jede für sich selber entscheiden, wann und wie man fragt. Und ich glaube, wir wissen alle, dass es fast nie böse gemeint ist.
Das Spannende finde ich, dass man sich mal darauf einlässt, nicht zu sagen, was denke ich, während ich etwas frage, sondern was macht es mit der Person, die regelmäßig gefragt wird. Und wir haben jetzt hier relativ einhellig gesagt, wir mögen das nicht so wahnsinnig gerne. Das kann man annehmen oder nicht, aber also Sie können natürlich trotzdem das als Opener nehmen und finden, das ist ein super Einstieg in Smalltalk. Aber wir finden es halt nicht, weil bei mir ist es meistens so, das geht dann weiter mit, wenn ich irgendwann Türkei gesagt habe, dann kommt irgendwas mit Erdogan, Kopftuch, das macht mir einfach keinen Spaß. So, das ist auch ein Grund, warum, nicht weil ich mich schäme für meine Herkunft oder nicht darüber reden will, sondern weil ich in der Regel beim Smalltalk keinen Bock habe, ethnische Wurzeln und Hintergründe und Präsidenten eines anderen Landes, mit dem ich irgendwie verwandtschaftlich leider manchmal, zumindest mit dem Präsidenten leider, zu tun habe. So, aber sehr spannend finde ich nochmal zu gucken, wer wird besonders oft gefragt. Das sind in der Regel der Klassiker, dass man sagt Taxifahrer. So, und ein Taxifahrer, klassischer Fall in Berlin, das sind dann ganz oft türkeistämmige Menschen, die sehen dann quasi nicht so typisch deutsch aus, wie man sich das vielleicht immer noch vorstellt. Und die werden, ich habe alle Taxifahrer, seit ich dieses Buch geschrieben habe, also seit einem Jahr frage ich jeden Taxifahrer, es sind fast nur Männer, und die, wie oft sie gefragt werden. Und sie sagen 20 bis 30 Mal am Tag. Jetzt muss man sich einfach überlegen, wie wahrscheinlich ist es, dass sich ein Taxifahrer, der hier irgendwo in Berlin geboren und aufgewachsen ist, beheimatet fühlt und zugehörig fühlt in diesem Land, wenn er 20 bis 30 Mal am Tag gefragt wird, wo kommst du her? Mit wissend, dass man eigentlich hören will, wo kommen deine Eltern her, wo kommt der Name her, wo kommen die Wurzeln her. Das ist so, dass der Titel so provokant ist und sagt, hört auf zu fragen, heißt nicht hört auf zu fragen, sondern vielleicht lasst uns mal drüber nachdenken, wie wichtig sind eigentlich ethnische Wurzeln. Muss man, ist das sozusagen die erste wichtige Information, die man über eine Person haben muss? Und ist das einfach so ein guter Einstieg in ein Gespräch? Also ich glaube, bei uns hat sich das halt auch einfach so festgefahren. So. Mhm. Und es gibt, also mein Lieblingsthema ist ja Wetter. Also wenn man das macht oder wenn man Taxifahrer auch mal andere Sachen fragt, man kann fantastische Gespräche führen. Mhm. Ja, ein Satz noch, wenn Sie jetzt zum Beispiel in der Türkei gefragt, wo Sie herkommen, ich weiß jetzt nicht, ich kenne jetzt Ihre Türkischkenntnisse nicht, aber vielleicht hört man dann auch einen Akzent. Aber wenn man jetzt uns zum Beispiel fragt, wo man ganz offensichtlich derjenige 100% normales Deutsch spricht wie in Muttersprache, dann ist es natürlich auch abwegig. Das, ich weiß nicht, ob es klar wird, was ich sagen will. Das ist einfach was Unterschiedliches. Also wenn ich in Marokko unterwegs bin und mich unterhalte, fragt man mich auch, woher ich komme. Und dann sage ich, ich komme aus Deutschland, weil ich einfach mit einem deutschen Akzent marokkanisch-arabisch spreche. Und wenn ich sage, ich komme aus Deutschland, dann ist es okay, das ist die Deutsche. Und hier spreche ich perfekt Deutsch, aber trotzdem nicht deutsch genug. Also... Vielen Dank. Wobei es für viele ja auch okay ist. Wenn man, also haben wir noch eine Wortmeldung? Meine Frau. Gab es doch nicht eine einzige Frau, die gefragt hat? Nein, nein, bitte. Ja, eine Frage bezüglich Vision aufzeigen. Ich finde das ein sehr gutes Stichwort. Und meine Frage bezieht sich dahingehend, wenn man den Blick in die Zukunft richtet, inwieweit können dann Debatten über Sprache bzw. Begrifflichkeiten auch hinderlich sein, letztendlich dann zu sagen, okay, diese Begrifflichkeiten sind in Ordnung, diese nicht, sollte man nicht viel mehr in die Zukunft schauen und schauen, wie man diese einheitliche Vision oder diesen American Dream, wenn man so will, erzeugt und welche politischen Maßnahmen müssten umgesetzt werden, sprich Reform des Bluts, Recht oder wo man geboren wurde. Also ich finde, man kann das mit der Sprache nicht ausblenden. Ich finde, man kann diese andere Debatte nicht führen, ohne die Sprache komplett außen vor zu lassen, weil das für mich, in meinen Augen untrennbar miteinander zusammenhängt, weil Sprache auch diskriminieren kann. Und deswegen, das eine geht in meinen Augen nicht ohne das andere. Und Staatsangehörigkeitsrecht... Also Staatsangehörigkeitsrecht ist zum Beispiel das eine, Wahlrecht zum Beispiel auch ein anderes. Ja? Also warum dürfen zum Beispiel Drittstaatsangehörige nur auf kommunaler Ebene wählen? Ja? Also warum darf jemand, der aus England kommt und hier seit 10 Jahren, 20 Jahren lebt, warum darf der nicht Landtag mitwählen oder so? Ja? Das sind halt auch so Sachen. Staatsangehörigkeitsrecht, gebe ich ganz ehrlich zu, bin ich jetzt gar nicht so der Experte. Weil vielleicht wissen ja die anderen auf dem Podium mehr zu. Das ist eigentlich...
schon große Schritte gegangen. Also es kann das könnte noch ein bisschen entspannter sein. Wir haben ja die Situation, dass wir in Deutschland offiziell den Doppelpass verbieten, weil wir finden, eigentlich muss man sich entscheiden. De facto, da alle EU-Bürger ein Anrecht auf Mehrstaatlichkeit haben und auch viele spezielle Situationen mit Einzelländern, Iran, USA und so weiter. Es gibt so Spezialabkommen. Die meisten Einbürgerungen in Deutschland finden unter Hinnahme der Mehrstaatlichkeit statt. Man könnte es allen erlauben. Ich finde, ein wahnsinnig wichtiger Punkt wäre zu sagen, wir verstehen, dass Migration nicht wie früher bedeutet, jemand kommt und lebt bis an sein Lebensende bei uns, sondern Migration ist etwas, was mit Kommen und Gehen zu tun hat. Und wenn man das versteht und sagt, wir sind eine Gesellschaft, in die kann man kommen, man kann hier 5 bis 10 Jahre oder wie auch immer man möchte arbeiten und dann geht man wieder vielleicht, dann muss man auch nicht immer sich einbürgern. Und dann fände ich es total schön, wenn wir mal eine Regelung einführen würden, wer 5 Jahre mindestens hier lebt und von mir aus noch ein paar Kriterien wie Job, Sprache, was auch immer, darf hier wählen. Also ein Ausländerwahlrecht fände ich eine gute Sache. Wir haben tatsächlich die Situation, dass Millionen von Menschen über 20 Jahre in Deutschland leben und nicht mitwählen können. Und das andere, also ich wäre insofern bei Ihnen, ich finde zwar auch, es geht nicht ohne, das ist wichtig, wie wir miteinander sprechen, aber das ist nicht das zentrale Thema. Das zentrale Thema ist Sichtbarkeit und Partizipation und wir haben wirklich ein wahnsinnig schwaches Antidiskriminierungsrecht in Deutschland. Und am Ende des Tages, und damit ist nicht gemeint Beleidigung oder irgendwer sagt mal was Blödes, sondern damit ist gemeint, ich kriege einen Job nicht oder eine Wohnung nicht oder mir werden bestimmte Dienstleistungen verweigert und das darf sich ein Einwanderungsland nicht leisten und ist auch wirtschaftlich und in jeder Hinsicht, also ich würde sagen menschenrechtlich, wirtschaftlich, ein totales Desaster und das lassen wir total schleifen. Also da müsste eigentlich tatsächlich viel mehr gemacht werden, das Antidiskriminierungsrecht, das Partizipationsrecht, dass man mal sagt, wenn wir schon keine Quote einführen wollen und wir sehen, aber es ist 2020 bald und es sind immer noch so ein kleiner Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in bestimmten Bereichen, obwohl sie in der Gesellschaft schon so und so viele sind, dann muss da halt irgendwie eine andere Regelung her. Mhm. Herr Oppong, Sie wollten? Sie haben noch... Okay. Also nur ganz kurz zu der Antidiskriminierung. Da habe ich in meinem Buch auch was zugeschrieben, zum Beispiel die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Die ist mit so wenig Mitteln ausgestattet, das ist im Prinzip, das ist eigentlich ein Witz. Ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, will jetzt auch nicht blättern, aber die haben so ein Jahresetat für Öffentlichkeitsarbeit, da habe ich ausgerechnet, da könnten die irgendwie 1 Minuten lange Clips im Fernsehen schalten und dann wäre der Etat aufgebraucht. Ja, und da sieht man natürlich auch, welcher Stellenwert diesem Thema insgesamt von der Gesellschaft aus beigemessen wird. Okay. Wir haben jetzt noch Zeit für eine Frage und ich wünsche mir eine Frau. Dankeschön, Maren Göre. Ich arbeite bei der Integrationsbeauftragten. Natürlich befassen wir uns auch ständig mit dem Thema Integration, auch eben natürlich gerade auch als beidseitigen Prozess. Und mir stellt sich auch immer die Frage, woran liegt das, dass gerade die deutsche Gesellschaft auch so wenig von sich aus integrierend ist, dass es so schwer ist, sozusagen zu akzeptieren. Das sind alles sozusagen neue oder sogar eben ganz alte Deutsche, weil die hier geboren sind. Kann es sein, dass es auch an unserer Geschichte liegt? Also wie ist da auch die Wahrnehmung? Sind wir so verkrampft, dass wir sagen, ja, Deutschsein ist ja aus der Geschichte heraus auch gar nicht so toll, dass wir das andere einladen wollen, das auch zu sein? Haben wir da gewisse Hemmungen, die wir vielleicht auch unterbewusst irgendwie dann weitergeben? Das ist sozusagen meine Frage, ob Sie sich da auch mal mit beschäftigt haben mit diesem Thema. Denn in anderen Staaten ist es ja zum Teil so, meinetwegen in Kanada kommt der Neue aus dem Libanon in die Klasse und dann heißt es ja, wir haben einen neuen Libanesen und der malt dann irgendwie die kanadische Flagge aus. So. Somit ist es viel einfacher, sich dann sozusagen auch dazugehörig zu fühlen, weil so ein gewisses Bewusstsein eben auch für die Nationalität oder das Land, in dem man lebt, ist. Das ist der eine Punkt. Und den anderen Punkt, den ich nur noch mal... Ganz kurz? Ja. Also ganz kurz Ihren ganz, zweiten ganz kurz, Punkt. Genau. Rassismuserfahrung, denke ich, hat man hier sehr, sehr oft, wenn man entsprechend anders aussieht, ist aber nicht was sozusagen Weiße gar nicht kennen. Also wenn man in eine andere Gemeinschaft reinkommt als Weißer, kann man das natürlich auch kennenlernen. Also die Erfahrung,
kann man auch machen, wenn man in eine Gemeinschaft kommt, die vielleicht homogen ist und wo man dann eben der Außenseiter ist. Okay, die erste Frage war, warum tut sich Deutschland so schwer zu integrieren? Genau. Und das zweite war, glaube ich, einfach nur ein Wortbeitrag. Genau. Warum tut sich Deutschland so schwer zu integrieren? Im Vergleich, wie Sie sagten, Kanada und andere Länder. Ich glaube, dass das historisch bedingt ist. Ich habe mich genau mit der Frage beschäftigt, weil die mich auch umgetrieben hat und bin da auf etwas gestoßen. Und zwar ein Buch, nennt sich Der Einhard. Ja, haben wahrscheinlich die meisten von Ihnen noch nie gehört. Der Einhard war quasi so ein frühzeitlicher Sarrazin. Das ist ein Buch von 1922. Und das war wirklich, also das kennt man heutzutage nicht, das war aber damals wirklich ein wichtiges, sehr populäres Buch. 150.000 Auflage. Und von 1922, und da macht der Autor, beschreibt er eben, was ein richtiger Deutscher ist und was nicht, wer dazugehört. Da geht es um Schädel und da heißt es hier zum Beispiel, die arische Völkerfamilie gehört zu den Völkern, die an geistigen, sittlichen und körperlichen Eigenschaften zu den höchststehenden, wertvollsten, edelsten zu zählen sind. Ja? Und das hat lange vor Machtergreifung der Nationalsozialisten, mich hatte selber gewundert, dass es sowas damals schon gab. Und das, also es hat wirklich eine lange Tradition in Deutschland. Es ist nicht erst mit den Nazis gekommen. Und ich glaube, das ist einfach ein Stück deutscher Kultur. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen. Also es geht eigentlich nicht um Integration, sondern es geht wirklich auch, ich finde, man muss wirklich mal eine Debatte darüber starten, was ist eigentlich ein Deutscher? Nariman, wolltest du noch was? Also das mit Integration und Rassismus, das sind ja so zwei Sachen, die sind keine Einbahnstraße. Ne? Das funktioniert ja immer im Wechsel. Wenn ich mir angucke, wie ich aufgewachsen bin, ne, meine Eltern kommen aus Marokko und da wusste man nicht so, dunkle Haare, Italiener, Spanier, Türke, weiß ich nicht. Ne? Und wenn ich mich noch daran erinnere, wie wir damals gewohnt haben, da gab es immer die Viertel, wo nur türkische Familien gewohnt haben, nur spanische, nur italienische, wo sich darüber jetzt manche Menschen beschweren und sagen, das ist eine Parallelgesellschaft. Aber genau so wurden Gastarbeiter damals auch einquartiert, ne? Weil sie sollten ja danach wieder gehen. Und diese Integration ist genauso, wie Ferdas gesagt hat, ist noch nicht so alt. Es ist halt nicht so alt und wir sind immer noch eine sehr junge Nation, was das betrifft. Das haben wir mit den neuen Bundesländern noch nicht so richtig hingekriegt und von uns erwartet man das dann halt einfach. Ne? Von uns fragt man, da gibt es immer noch Fragen, wie die leben seit 40 Jahren hier und sprechen nicht richtig Deutsch. Ja, mussten sie damals auch nicht. Da war ja die Erwartung daran, dass sie wieder gehen. Und jetzt haben sie aber Kinder bekommen, so wie wir, ne, die hier geboren sind und sind hier aufgewachsen. Also bleibt man da, wo die Kinder sind eben. Also das ist halt auch schon so ein Ding. Es funktioniert nur im Wechsel und nicht nur von Erwartungen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das war ein schönes Schlusswort. Integration ist nicht statisch. Integration ist ein Prozess. Wir werden wahrscheinlich in 20 Jahren über ganz neue Themen reden, die Generationen ändern sich. Die Generation unserer Eltern haben über ganz andere Probleme geredet und ganz andere Probleme gehabt als die zweite Generation oder ihr als dritte Generation und mittlerweile auch die vierte Generation. Ich gebe Ihnen die Möglichkeit und die Entscheidung, ob Sie und hinter und doch ewig anders ein Fragezeichen setzen wollen oder ein Ausrufezeichen setzen wollen. Und draußen im Foyer gibt es noch Getränke und Brezeln. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie da waren, dass Sie zugehört haben. Und ja, haben Sie noch einen schönen Abend. Applaus